Sie heute wieder gar keiner zum Frühstück. Sie sind meine fünfköpfige Familie und ich stehe vor dem lauwarmen Kaffee wieder allein da. Morgen, Mama. Ah, guten Morgen, Brigitte. Na, auch schon auf. Es ist leider die lechnersche Krankheit, dass uns der Bettzipfel nicht auslässt. Weißt du, wo mein gestreifter Pulli ist? Sicher genau da, wo du ihn gestern beim Ausziehen fallen hast lassen. Da ist er eben nicht. Tja, dann wird ihn wahrscheinlich deine Oma aufgeräumt haben. Die hat nämlich mehr Zeit als ich. Ja, die Oma schnüffelt gerne ein bisschen bei mir rum. Das liegt an ihrem detektivischen Spürsinn. Sie schwärmt heute einfach für die Agatha Christie. Und fühlt sich als Miss Marple von Zentenhausen. Aber den Spleen konntest du nimmer austreiben. Ist der Papa schon im Amt? Nein, der liegt noch im Bett. Ist er krank? Ich glaube, die Krankheit heißt Haarwurzelkatarre. Hat er gestern zu viel geschluckt? Darum musst du ihn schon selber fragen. Ah, sonst nix mehr. Der frisst mir doch gleich auf dem Kraut. Mein Gott. Dass ihr zwei euch in letzter Zeit gar nicht mehr vertrauen könnt. Da musst du schon meinen Erzeuger fragen. Der hat den Familienkleinkrieg angefangen. Deswegen brauche ich deinen Vater nicht fragen, weil in dem Punkt da kenne ich seine Antwort. Dein Manfred passt dem nicht. Bloß weil er Journalist ist und dem Herrn Bürgermeister nicht aus der Hand frisst. Du, apropos aus der Hand frisst. Bei deinem Wurstkonsum, da kannst du dich eigentlich auch hinsetzen. Ha? Und jetzt guten Appetit. Der Manfred holt mir ab. Und wenn ich spät rauskomme, dann hupt er wie ein Aff und fahrt wie eine Rennsau. Aff und Rennsau. Also Brigitte, deine Ausdrucksweise, die wird auch immer ordinärer. Lernt man sowas bei die Grünen? Der Papa redet am Stammtisch auch nicht anders. Und der hat nicht das geringste Chlorophyll in seinen konservativen Adern. Chlorophyll in seinen Adern? Sag mal, hast du die Redensarten aus Manfred seinem Schmierbladel? Im Übrigen spricht unser Papa als Bürgermeister immer sehr gewählt. Und der Spediteur, so geschert das kracht. Eine feine Familie, sind wir geworden. Das macht die Politik. Das ist der Manfred, da lauf ich aber gleich. Einen ungeduldigen Freund und einen grantigen Vater. Das ist mir zu früh auf einmal. Tschüss, Mama. Tschüss. Einen Sprachverhau haben die jungen Leute heute benannt. Na, Hermine. Ja? Stell dir vor, von der Brigitte und Manfred steht ein Artikel in der Zeitung. So? Von dem steht doch jeden Tag ein Artikel in der Zeitung. Einen saftigen Angriff hat er geschrieben gegen meinen Schwiegersohn, den Herrn Bürgermeister. Und sowas lesen die Leute gern. Ja, aber nur ganz bestimmte. Solche, denen jeder Respekt abgeht. Du, wenn sich einer so traut wie der Manfred, da sag ich Respekt. Also pass auf, was da steht. Es wird Zeit, dass man den ewigen Heuchlern die Maske vom Gesicht reißt. Jenen Politikern, die Wasser predigen und Wein saufen. Saufen, aha. Da hat die Brigitte ihren Stil her. Du, mit Saufen hat er bei deinem Garten gar nicht einmal so unrecht. Also, und die uns immer wieder versichern, dass sie für den Umweltschutz sind, um dann mit ihren Entscheidungen das Gegenteil zu bewirken. Sag mal, auf was will denn der hinaus? Na ja, hör nicht zu. Wenn ein kleiner Unternehmer sein Sägewerk mit Wasserkraft betreiben will, weil ihm das die neue Wildbachregulierung ermöglicht und dieser Sägewerksbesitzer auch noch daran denkt, seine nähere Umgebung mit Strom zu versorgen, dann wird dieser Plan seitens der Gemeinde mit allen nur möglichen Einwänden verhindert, damit dem städtischen E-Werk keine Konkurrenz entsteht. Na, um das geht's aber gar nicht, sagt der Schorsch. Der sagt viel, aber der Herr Ziegler ist da anderer Meinung. Ein Dampfkraftwerk weniger könnte in dieser waldreichen Region den sauren Regen mindern. Doch hier verhindert wieder einmal das kommunale Profitdenken den praktischen Naturschutz. Jawohl, da hat er recht, der Manfred. Ah, ist er für dich jetzt schon der Manfred? Ja, das ist er nicht für mich, das ist er für die Brigitte. Und im Übrigen hat er nicht im geringsten recht. Der Artikel ist eine Unverschämtheit. Und sowas möchte mein Schwiegersohn werden. Hat er das gesagt? Nein, aber die Brigitte. Die sagt gar nichts. Die jungen Herren sind halt nicht mit den Heiratsanträgen so schnell bei der Hand. Ja, ich glaub's bald. Sonst darf er nicht immer und grundsätzlich gegen alle gemeindeamtlichen Beschlüsse opponieren. Der Laubfrosch, der Großgrenne. Darf man denn dem Herrn Bürgermeister nicht mehr widersprechen? Was war er denn schon, dein Schorsch, wie du ihn kennengelernt hast? Ein Transportagent. Und heute spielt er den großen Herrn. Er hat unsere Speditionsfirma ganz schön in die Höhe gebracht. Ja, weil ein Grundstück von deinem Vater da war. Ich darf's nicht vergessen.
Und von der Politik versteht er auch was. Sonst wäre er ja bestimmt nicht Bürgermeister geworden, oder? Geht zu. Wer bringt's denn heute in der Politik schon zu was? Aber der am lautesten schreit. Oma, zuerst aber auf. Ja, das ist doch schon ein geflügeltes Wort von den politischen Reden, die zum Fenster ausgeschrien werden. Aber die kleinen grauen Zellen von diesen Herren, die sind in der Minderheit. Kleine graue Zellen. Jetzt bist du wieder bei deiner Agatha Christie. Ha? Die Brigitte hat dich heute schon die Miss Marple von Zentenhausen geheißen. Bin ich doch. Und sehr stolz darauf. Aber die Brigitte hat überhaupt keine Ahnung. Kleine graue Zellen, das ist ein Zitat vom Hercule Poirot und nicht von der Miss Marple. Na, wo ist denn überhaupt der Schorsch? Der liegt noch. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Du, vielleicht fehlt ihm was. Ja, ein saurer Haring. Der hat wieder einen Saumagen und einen riesen Kater. Bei deinem Vater, da bin ich immer mit einer Tasse Kamillentee und 3 Kopfschmerztabletten ans Bett gegangen. Und je nachdem, nach was er verlangt hat, habe ich gewusst, was ihm fehlt. Aha, nach was hat er meistens verlangt? Ja, meistens hat er die Tabletten mit dem Kamillentee hinuntergespült. Das kann mein Schorsch auch haben. Bin ich froh, dass ich schon eine Witwe bin. Schönen guten Morgen. Morgen. Du bist leicht mit dem linken Fuß aufgestanden. Da ist ja wahr, auch wenn du dich schon in aller Früh ärgern musst. Über wen denn? Über meine Schwester. Ja, was hat sie denn getan? Na, du magst noch fragen. Jeden Tag in der Früh lasse ich sich von dem Zeitungsschmierer vor der Haustür abholen. Na, und? Das ist doch so der Brauch bei verliebten Leuten. Geh, okay, Oma, du weißt genau, was sich der Vater drüber ärgert. Bei einem Gemeindeoberhaupt kommt's auf ein bisschen mehr oder weniger Ärger gar nicht drauf an. Das muss er schon verkraften, dein Papa, sonst ist er kein Mannsbild. Aha. Hat schon den heutigen Zeitungsartikel gelesen? Freilich. Und der gefällt mir sehr gut. Ja, was? Unsere Oma schillert auch schon grün. Ich stehe im Herbst des Lebens, da spielt man alle Farben. Ja, Oma, mach doch keine Krampf. Das musst du doch zugeben, dass der Hans Dampf kein Mann für meine Schwester ist. Der heißt nicht Hans Dampf, sondern Manfred Ziegler. Unserem Vater gefällt der Papier in den Lupe auch nicht. Den braucht er ja gar nicht gefallen. Hauptsache, er gefällt der Brigitte. Psst, vor allem die Zeitung, der Papa kommt. Du, die bleibt da liegen. Der soll nur sehen, was über ihn geschrieben wird. Vielleicht kriegt er dann einen klaren Kopf. Warum? Hat er den nicht? Was fehlt ihm denn? Seine Spezialkrankheit. Thebam ist jedenfalls nimmer dran schuld. Sag einmal, warum lasst ihr nimmer den Motor vom Lastwagen vom Haus laufen? Ja, erstens läuft er nicht immer vor dem Haus und zweitens wird mir der Löbel die Einspritzpumpen kontrollieren. Unser Mechaniker, ja. Der ist weit und breit nicht zum Sehen. Bloß der Lastwagen rattert vor der Tür und stinkt. Na, vielleicht holt der Löbel gerade ein Werkzeug. Na, sag einmal, warum stört das das auf einmal? Ja, weil unser ganzes Schlafzimmer nach Abgase duftet. Da riech einmal um. Das sind aber keine Abgase. Willst du mich umbringen? Nur nicht übertreiben. Ich schau dann klein aus. Na, nicht gleich, sondern sofort. Kann den Krach von den Karren nicht mehr hören. So viel Krach wie du kann der Laster gar nicht machen. Ja, was ist, geschieht jetzt das, was ich sag oder nicht? Ja, ich geh schon. Fliegen kann ich nicht. Aber rausfliegen, da pass auf. Ich hab gemeint, wir sind eine Spedition. Hm. Dabei wird bei uns alle vom Fliegen geredet. Bei der Nacht auffahren, am Tag die Familie schicken, das wissen wir schon. Guck mal, lieber, der war schon. Nochmal gibt's doch gar nichts. Also, sowas. Jetzt sitzt du wieder her und lass den Burm in Ruhe. Ich mag einfach den Autostand ums Haus rum nicht. Ja, ich auch nicht.
Du, ich war schon immer gegen die Luftverschmutzung durch die Abgase. Das hört man jetzt oft. Ja. Aber keiner tut was dagegen. Das wird in unserer Gemeinde jetzt anders werden. Dafür garantiere ich. Ah, da bist du, Schorsch. Magst du ein Ei? Nein. Sonst irgendwas? Ja, meine Ruhe. Du, deinen Zorn musst du nicht unbedingt an uns auslassen. Wenn da gestern bei der Sitzung was daneben gegangen ist. Was redst du denn da für einen Schmarrn? Mir ist überhaupt nichts daneben gegangen. Nicht in der Sitzung und nicht danach, nicht? Danach? Ah, du meinst im Wirtshaus. Ha? Da war was, gell? Was war denn da? Nix. Dass dir was Dummes begegnet ist, das sagt mir meine kriminalistische Nase. Wer da so ein Gesicht macht wie du, der hat was auf dem Gewissen. Und wer so ausschaut wie du, der gehört in eine Fernsehkrimi-Reihe. Das würde ich auch sofort machen, das glaubst du. Vielleicht haben sie was für dich. Du, ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass einer unserer beliebtesten Fernsehkommissare bald in Pension gehen möchte. Beim Titel braucht man da auch nicht für ihn. So, wer war denn der? Die Alte. Jetzt hört's auf mit dem Thema. Du schaust, ich hab dann Kamillentee gemacht. Vielleicht stimmt dich der etwas milder. Ha? In so einem Fall habe ich deinem Vater immer einen Löffel voll rohes Sauerkraut eingegeben. Das hat ihn seelisch und körperlich durchputzt. Ja, so hat er ausgeschaut. Kenn deine Hausmittel, Oma. Bitte verschon mich damit. Ja. Ah, Hermine, geh du hin und sag, sagst du, ich bin nicht da. Sagst du, ich bin schon auf einer Bauverhandlung am Schwarzen Berg. Hermine Lechner hier. Wie bitte? Sie möchten meinen Mann sprechen. Ja, der ist leider nicht da. Der ist heute schon bei einer Bauverhandlung am Schwarzenberg. Ah ja, am Schwarzenberg. Ja, was sagen Sie? Die ist erst morgen. Du, der Sekretärin sagt, die ist erst morgen. Ja, ja, also, dann weiß ich aber jetzt auch nicht, was ich sagen soll, wo mein Mann ist. Frag's, was will. Frag's, was will? Entschuldigung, Frau Vogel, was wollen Sie denn eigentlich? Wissen Sie, weil mein Mann, der könnte jetzt eh noch nicht... Herrschaftheiten, ich bin doch noch nicht da! Nein, er ist nicht, er ist noch nicht da. Ja, ja, was sagen Sie? Sie haben gerade seine Stimme gehört. Jetzt hat's gerade deine Stimme gehört. Jetzt hat's deine Tochter. Hermine, stell dir vor, dein Mann ist gerade heimgekommen. Ach, da kommt er ja gerade, der Herr Bürgermeister. Grüß Gott! Ja, also das ist ja jetzt gelungen. Ja. Ah, Sie meinen, ob er jetzt erst von der gestrigen Sitzung heimkommt? Ja, so ausschauen tut er so. Frau Vogel, wissen Sie was? Am besten, Sie reden jetzt persönlich mit ihm. Momentel. Mir langt's. Da, jetzt lieg selber weiter. Besser schon wie du. Ja, was gibt's denn so Wichtiges, Frau Vogel? Was? Na, so schnell geht das nicht. Ich kann ja schließlich nicht fliegen. Nein, mein Auto kann ich auch nicht fahren, weil ich momentan keines hab. Nicht? Sag mal, was redst du denn? Dein Auto steht hinten im Hof? Gemisch dich doch nicht rein. Nicht? Nein, das geht nicht gegen Sie, Frau Vogel. Ja, also gut, dann packen Sie zusammen und kommen Sie her. Nicht? Sie her, hab ich gesagt. Mit was? Ja, mit Hubschrauber nicht, nicht. Ach so, Auto haben Sie keins. Ja, was ist mit dem Lallinger? Aha, der ist mit dem Dienstwagen ins Landratsamt gefahren. Ja, was machen wir da? Ja, passen Sie auf, dann soll Ihnen unser Volontär auf sein Motorradl herfahren, nicht? Was? Auf den sind sie noch nie gesessen? Ah, ich meine, auf sowas sind sie noch nie gesessen. Ja, dann wird's aber höchste Zeit, dass sie es lernen. Eine Gemeindesekretärin muss auf einem Motorrad mitfahren können, wenn sie selber schon nicht fahren kann, nicht wahr? Machen sie überhaupt keinen Führerschein? Ach so, weil sie sich von dem Gehalt kein Fahrzeug leisten können. Ja, da haben sie ausnahmsweise einmal recht, nicht? Ja, ich hab den da nicht gemacht, nicht? Ich mein, so eine Marke, meine ich, ist eben ein lausiger Verein, nicht? Ja, jetzt papalapap, reden Sie nicht lang, besteigen Sie das Zweirad und machen Sie die Augen zu, gell? Ende. Kannst nicht einmal telefonieren. Und so liegen wir du auch nicht. Amen. Sag einmal, warum lassen dich von deiner Sekretärin verleugnen? Was hat sie jetzt wollen? Eine Unterschrift.
Ja, und warum kannst du da nicht ins Rathaus fahren? Du, dein Auto steht da hinten im Hof. Ja, das weiß ich, aber der gehört dringend zum Kundendienst. Nicht? Ich bin ja schon ein paar Kilometer über den Ölwechsel, nicht? Aber. Ein paar tausend. Ja, und dann war es auf die paar Kilometer auch nicht mehr angekommen. Ja, und die Kolben, die Kolben? Du warst gut, ha? Du Schorsch. Was denn? Ich glaub, das ist doch nichts für mich, was du da vorhin gesagt hast. Was hab ich da vorhin gesagt? Ja, so eine Fernsehsendereihe, die alte. Aha. Das ist nicht mein kriminalistischer Stil. Na ja, ich weiß schon, du schwärmst mehr für die Agatha Christie und ihre Miss Marple, gell? So ist es. Aber die sind ja leider tot. Ja, da kann ich auch nichts dafür, ne? Also, ich würde am liebsten in so einer Serie mitmachen wie die Straßen von Zehntenhausen. San Francisco. Okay. So, sag ich mal, was möchtest du da spielen? Die Putzfrau, oder was? Die Hauptrolle natürlich, den Leutnant Stone. Oh, ja, du musst aber zuerst in ein Kaufhaus gehen, in die Kosmetikabteilung. Warum? Knollennase besorgen. Weißt du, was du bist? Ja, Spediteur und Bürgermeister. Und ein alter Schmarrer. Ja. Also, jetzt sitze ich da her, trag mir nicht die Ruhe raus. Magst du nicht da was essen? Nein, ich hab heute keinen Appetit. Ich bin ganz durcheinander. Ja, das merkt der Blinder. Was räumst du jetzt die Zeitung weg? Da steht eh nichts Gescheites drin. Nur keine Angst. Was in den Kassbladl drinsteht, bringt mich nicht aus der Fassung. Also, ich räum auf jeden Fall erst einmal das Geschirr weg. Oder ist dieser Herr Manfred Ziegler vielleicht wieder einmal persönlich geworden, hä? Du hast doch gerade gesagt, dass dich das Kassblattl nicht aus der Fassung bringt. Na, aber dieser Käsefabrikant, unsere Brigitte. Aber das treiben wir ihm nach, da pass auf. Schorsch, unsere Verfassung garantiert die Pressefreiheit. Das heißt noch lange nicht, dass er meine Tochter pressen darf. Ja, aber auch nicht. Aber auch nicht, dass du ihn erpressen darfst. Übrigens geht das gar nicht. Die Brigitte hat den gleichen Dickschädel wie du. Herrschaftszeiten, was ist denn heute wieder los? Ja, was gibt's denn? Ja, Lechner hier. Ja, der Bürgermeister, wer denn sonst? Ach so, ja, Moment. Du, Oma, möchtest mich bitte nicht ein bisschen allein lassen? Ach so, ja, ich verstehe schon. Wieder einmal ein Amtsgeheimnis. Ja, ja, streng dienstlich, weißt. Ja, jetzt bin ich da. Ja, und was gibt's, Herr Anwalt? Wie schaut's aus? Was? Das können Sie noch nicht sagen. Ja, ja, Sie wissen ja, wie es passiert ist, nicht? Mein Unseiner ist auch nur ein Mensch, sowas kann ja an jedem passieren, nicht? Bitte? Was sagen Sie da? Wenn die Sache vor dem Kadi kommt, kann das ein paar tausend Mark kosten. Ja, sauber, sag ich. Was meinen Sie? Fotos? Ja, ja, freilich. Fotos haben Sie aufgemacht, leider. Wegen der Dullen, nicht? Ich meine, wegen der Delle, die was meine Frau vorige Woche reingefahren hat, nicht? Ja. Ja, ja, Fotos von mir und von meiner Schäßen. Die müssen beim Akt liegen, ja. Aktfotos? Ja, voll Teufel. Was sagen Sie? Nein, 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 niemals, niemals öffentlich vor dem Kadi. Nein, nein, das kann ich mir als Bürgermeister gar nicht leisten. Jetzt mitten im Wahlkampf, das gibt ja einen Skandal, nicht? Ja, ja, zahlen muss ich, das ist klar, nicht? Was? Ob wir schreiben können? Ja, freilich können wir schreiben, warum nicht? Nein, nein, halt auf! Wann bitte dann nur Postlagen? Nur Postlagen. Der, Herr Doktor, machen wir gleich ein Kennwort aus, sagen wir, unter Skorpion, hä? Na, das sind schöne Sachen. Ja. Kombiniere, ja, sie heißt Kathi und ist ein Skorpion. Ja. Ja, Herr Doktor, auf alle Fälle muss ich um äußerste Diskretion bitten, gell? Nichts an die Presse. Erpressung? Ja, natürlich mit den Aktfotos von ihm und seiner Schäßen. Skorpion Kater. Ja, ja, freilich. Einen kriminalistischen Drahtverhau findet man sonst nur im Tatort. Ja, ja, freilich. Gut, ich hab Sie verstanden, Herr Doktor. Kein Wort über den Vorfall. Selbstverständlich, ja. Diese Karte muss vielleicht eine Flitsche sein. So eine der Bockertextels, der Schimanski. Ja. Also gut, Herr Doktor. Ja. Ja. Selbstverständlich. Dankeschön, Herr Doktor. Und halten Sie mir die Daumen, gell? Ich kann's brauchen. Danke. Wiederhören. Herrschaftszeiten. Was schreibt der in dem Artikel? Wenn ein kleiner. Mein Lieber. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. So, da. Denen werde ich's jetzt zeigen.
Hermine! So, ja, was gibt's? Hermine, ich kann's mir nicht sagen, wo mein Fahrradl ist. Bei was? Wo mein Fahrradl ist, habe ich dich gefragt. Warum? Zu was brauchst du denn das? Ja, zum Fahren. Was glaubt ihr, willst du zum Flohmarkt bringen, oder? Ja, Herrschaftszeit, was war denn da wieder drin? Das war ein Kamillentee mit 3 aufgelöste Kopfwehtabletten. Sauber, sag ich. Eine Medikamentenvergiftung kannst du mir anhängen, aber wo mein Radl ist, kannst du mir nicht sagen, gell? Sag mal schon. Ja. Ist dir nicht gut? Okay, los, die Spassettel. Mir fehlt nichts im Kopf. Ich möchte einfach mit dem Radl ins Amt fahren. Okay, Schorsch, du bist doch noch nie mit dem Radl ins Amt gefahren. Wann ist dir denn das eingefallen? Heute Nacht. Heute Nacht? Ja, genau um 1.26 Uhr. Schorsch, warst du vielleicht beim Doktor? Blödsinn. Ach so. Ja, freilich war ich beim Doktor, nicht? Gestern erst, nicht? Ja. Ach so, und der hat ein bisschen Bewegung verordnet, hä? Was meinst du? Bewegung. Ja, Bewegung, Bewegung. Warum? Schorsch, bist du krank? Meine Hermine, frag nicht so viel. Schau, auch Ärzte können sich irren. Nicht wahr? Ich möchte jetzt einfach wissen, wo mein Fahrradl ist. Ist das so absonderlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch die letzten 10 Jahre von einem Eck ins andere geschmissen worden. Hm. Aber vielleicht weiß es der Flori. Na, ich glaube, der ist mit dem Lastwagen unterwegs. Ne? Nein, das glaube ich nicht, weil ja, wir haben nämlich was anderes angeschafft. Ach, da schau her. Darinnen schafft scheint's jeder was an, bloß ich nicht, hä? Das kenne ich mich bald nicht mehr aus. Wollt ihr mich zum Nahen halten? Wieso, warum? Der Löbel hat gesagt, wenn dir in der Gemeinde die Termine auch so durcheinander kommen, wie beim Service vor deinem Auto, dann sind bald Neuwahlen fällig. Was tust denn du in der Werkstatt? Ja, den Wagen habe ich zum Kundendienst bringen wollen. Dabei warst du aber schon vorgestern zur Inspektion dort. Da sag ich mal, Florian, wer hat denn die angeschafft, dass du meinen Wagen in die Inspektion bringen sollst? Ja, die Mama. Jetzt wird's hinterher wie vorn. Hermine, was mischst du dich in Sachen ein, die was überhaupt nichts angeht? Ja, aber Schorsch, du hast doch selber gesagt, dass du nicht mehr fahren kannst. Die Kolben, die Kolben. Ah, die Kolben, die Kolben. Ich meine, das habe ich ja nicht riechen können. Weißt doch nicht, dass du ab heute mit dem Radl fahren möchtest. Wo ist der Papa mit dem Radl fahren? Was gibt's denn da zum Lachen? Der Papa am Radl, der lacht nicht bloß ich, der lacht die ganze Marktgemeinde. Nein, da lachen nur die Deppen von der Marktgemeinde, weil ich fahre nämlich aus Umweltschutzgründen Radl. Aus politischen sozusagen, gell? Und mein Wagen wird verkauft, jawohl. So, was soll er denn kosten? Das kann dir wurscht sein. Na, du vielleicht kauf mir. Geh, Papalapap, schau, dass du mein Radl herbringst, ist geputzt, geschmiert und aufpumpt. Aus. Und Mama, ist der Papa vielleicht krank? Vielleicht, aber er weiß nicht so recht, wo. Okay. Ja, ich schon. Da drum. Hallo. Und ich weiß auch, wie diese Krankheit heißt. Okay, wie? Drahtesel-Nostalgie. Dein Sohn. Der deine nicht? Ja, hoffentlich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, mein Gott, Schorsch, was ist denn nur los? Fällt dir wirklich nichts? Nein, mir fehlt nichts, Hermine. Und das, was mir fehlt, das geht keinen was an. Keinen. Du schau mal hinaus. Da steigt der Sekretärin gerade vom Sozius. Hm. Grad pressieren tut's der Gas. Frau Vogel heißt die Dame, nicht Gas. Dame, dass ich nicht lach. Herr Bürgermeister. Ja, hier. Also nie fahre ich mehr mit einem Motorrad. Warum sind sie runtergefallen? Das gerade nicht. Aber der Fahrstil von unserem Herrn Volontär hat mich total geschafft. Okay. Ich bin ja völlig aus dem Gleichgewicht. Das ist bei Ihnen ein ganz normaler Zustand, Frau Vogel, bitte. Grüß Gott. Wie bitte? Ja, grüß einer Gott, Frau Vogel. Ach so, ja, entschuldigen Sie, Frau Bürgermeister, grüß Gott. Also wie der in die Kurven gerast ist, ich könnte mich glatt übergeben. Bitte nicht in meinem Wohnzimmer. Jetzt nehmen Sie doch zuerst einmal Platz. Aber Frau Vogel, Sie zieht an Ihrem ganzen Körper. Ja, ist das ein Wunder? Hinhocken sollen Sie, Sie Vogel. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Hermine, bring der Frau Vogel ein kleines Brotzeug, gell? Danke, Frau Bürgermeister. Ich habe heute meinen Vitamintag. Ja, dann bringst du ja Gurken und ein paar Tomaten, ne? Danke, danke. Ja, Vogelfutter haben wir leider keins im Also, jetzt schauen wir heute mal, was wir finden. Ja, und was gibt's jetzt so wichtig? Herr Bürgermeister, bitte. Den Termin für den Einspruch, den dürfen wir nicht versäumen. Was für einen Termin?
Ja, das wissen Sie doch, gegen das kirchmalische Kraftwerk. Ah, den, ja, Frau Vogel, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wieso? Der letzte Gemeinderatsbeschluss lautet doch mit Mehrheit, dass Herr Kirchmeier sein Kraftwerk für die Sägemühle nicht ausbauen darf. Was heute die Umwelt von uns verlangt, ist maßgebend und wichtig. Und die das nicht begreifen, die sind für mich vom Vorgestern. Da gehören für Sie auch dazu, gell? Sie enttäuschen mich, Herr Bürgermeister, Ihr plötzlicher Gesinnungswechsel. Frau Vogel, ich bin so quasi ein flexibler Kommunalpolitiker, der nicht wie ein Ruhiwagerl auf Schienen läuft. Bei mir gibt es Gott sei Dank noch einen Umdenkprozess. Gott sei Dank. Schauen Sie, ich war gestern bei einem Seminar. Ja, ich weiß, für moderne Marktwirtschaft. Nein, für modernen Umweltschutz. Was? In Rosenheim? Ja, darf ich da nicht hin. Ja, aber die Veranstaltung haben doch die Sozi gemacht. Ja, ich weiß, warum soll man denn nicht einmal spionieren, was die anderen sagen und denken? Sieh, das, was die unseren quatschen, das kenne ich schon auswendig. Frau Vogel, da kann man auch noch was lernen. Und da fallen einem plötzlich die Schuppen von den Augen und man kommt zu der Erkenntnis, es ist 11:55. Herr Lechner, ich bin erschüttert. Ja, das dürfen Sie auch sein, weil ich diesen Gemeinderatsbeschluss nicht unterschreibe. Dann muss ich Sie auf die Tragweite Ihrer Entscheidung hinweisen und auf die Folgen, die daraus entstehen. Auf was für Folgen? Als Vorstandsmitglied unserer gemeinsamen Partei werde ich gegen Sie einen Misstrauensantrag stellen. Geh, Sie spinnen ja. Jetzt aber raus, schauen Sie da drüben, hat der Zimmermann ganz ein nettes Löcherl gebaut. Das wird Ihnen noch leid tun, Herr Lechner. Für Sie bin ich immer noch der Herr Bürgermeister. Aber nicht mehr lang. Raus, habe ich gesagt. Ich verlasse diesen Raum. Aber nur unter Protest. Ja, schleichen Sie ja nur. Ach, sowas, verstehst? Ach, so eine zusammenzupfte Hähne. Um Gottes Willen, was war denn da los? Ah, nix. Der Frau Sekretärin habe ich beigebracht, was ein Vogel können muss. So, was muss er können? Fliegen. Herrschaftszeiten, was ist denn das für ein komisches Gewächs? Das ist irgendeine südländische Frucht. Ich weiß nicht einmal, wie es heißt. Du, aber nichts gegen das Grüne, aber ein Schlauchplatten ist mir schon lieber. Du, ich glaube, jetzt verwechselst die Grüne mit die Vegetarier. Ha? Ja, das kommt von meinem Brummschädel. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich denken soll. Du schaust, in der Küche steht noch ein Kamillentee. Jetzt bring ich dir noch einmal eine Tasse mit 4 Tabletten. Nein, danke, danke für das liebenswerte Angebot. Aber da lege ich mich lieber noch einmal ins Bett. Wenn mich wer sprechen will, Aufenthalt unbekannt. Hat schon wieder Tor. Wenn der Tag so weitergeht, wie er angefangen hat, kann ich mich gleich zum Schorsch ins Bett legen und mich auch verleugnen lassen. Hab du nicht gehört? Hermine? Ja? Sag einmal, ist dir heute an deinem Mann nichts aufgefallen? Doch, einiges. Ja, was denn? Das weiß ich eben noch nicht so recht. Aber ich muss es nur noch kriminalistisch geheim halten. Die Beweiskette ist noch nicht abgeschlossen. Aube, hat dich die Agatha Christie wieder beim Wickel, Oma? Ha? Richtig. Die Miss Marple hätte da ihre Verdachtsmomente. Aber die hat in einem anderen Milieu gelebt. Wir brauchen da einen moderneren Kriminaler, verstehst du? Einen psychologischen, so einen wie den Columbo. Hab mir schon überlegt, einen alten, greislichen Trenchcoat hätte ich ja und einen halben Stunden könnte ich auch auftragen. Wir haben doch nicht Fasching. Na, das gewiss nicht. Sag mal, war dein Mann gestern nicht in Rosenheim? Ja, beim Seminar. Sagt er. Aber hat er einen Zeugen dafür? Keinen. Und den Männern darf man selten was glauben. Schon dein Vater. Hat's mit dir nicht leicht gehabt? Ja, ich weiß es, Oma. Und was hast du jetzt wieder gegen meinen Schorsch? Hm? Ja, wer weiß, was hinter diesem Seminar steckt? Ach, Hermine, du tust mir wirklich leid. Das hast du nicht verdient. Herrschaftszeiten, Oma, was denn? Ich eröffne dir jetzt nur zwei Stichworte. Kathi und Skorpion. Kathi? Und Skorpion. Also jetzt spinnst. Nein, ich weiß alles. Ja, das ist ja prima. Dann haben wir wenigstens einen allwissenden Menschen in der Familie. Das arme Kind hat keine blasse Ahnung.
Das ist das tragische Schicksal aller Ehefrauen. Du, Oma, weißt du, wo der Papa ist? Ja, ich glaube, er hat sie wieder hingelegt. Was willst du denn von ihm? Fragen, ob das stimmt, dass er die Frau Vogel aus dem Haus gejagt hat. Hat er das? Ja, das weiß ja nicht einmal ich. Die Leute sagen's. Und der Manfred macht sie auch schon drüber. Warum tut der Papa das? Vielleicht ist sie eine Tatzeugin. So eine Sekretärin weiß oft mehr wie die eigene Frau. Was? Vielleicht hat der Skorpion schon seinen Stich gemacht und kassiert. Oma, ist die nicht gut? Doch, sehr gut sogar. Ich habe eine heiße Spur. Aha, da hast du wieder die Kriminalitis. Jawohl, aber das ist keine Krankheit, das ist eine Wissenschaft. Du sag einmal, weißt du eigentlich, wie die Frau Vogel mit Vornamen heißt? Die Frau Vogel? Ich glaube Katharina. Kathi. Der Skorpion? Miss Marple in Action. Brigitte! Hallo? Schon wieder du? Bist allein? Um das festzustellen, steigst du durch unseren Vorgarten. Hm? Das war kein Eingang ins Bürgermeisterhaus. Keine Angst, mich schmeißt der Herr Lechner nicht raus. Ich bin der Manfred Ziegler und nicht die Frau Vogel. Dann stimmt's also. Die Frau Gemeindesekretärin hat mir ihren Hinausschmiss schriftlich und eidesstattlich bestätigt. Das gibt eine Sensation, wie es im 10. Haus noch nicht da war. Morgen auf der Titelseite. Das willst du veröffentlichen? Versteht sich. Yes, der Herr Ziegler. Also Sie trauen sich was. Musst du deinen Manfred ausgerechnet heute mitbringen? Haben wir nicht genug Wirbel im Haus, Brigitte? An meinem unerwarteten Besuch ist die Brigitte ganz unschuldig. Ich bin dienstlich hier. Psst, der Papa. Mein Gott, mein Gott. Ich kann am Tag einfach nicht schlafen, verstehst? Hat das schon her. Ein Besuch. Schorsch, ich hab dem Herrn Ziegler schon gesagt, dass du für ihn heute nicht zu sprechen bist. Bitteschön, Papa. Nicht ärgern. Ja, was habt's denn? Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn ich mich über einen kleinen Journalisten ärgern tät. Wie bitte? Dein Papa haben's gestern in Rosenheim austauscht. Herr Bürgermeister. Bitte, Herr Ziegler. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Da haben Sie vollkommen recht. Und warum fuchteln uns mit dem weißen Blattl Papier immer vor meiner Nase herum? Bitte, lesen Sie den Schrieb. Es handelt sich um eine eidesstattliche Erklärung von Frau Vogel. Sie bestätigt hier ausdrücklich, dass Sie sich geweigert hätten, den Einspruch gegen das geplante Kraftwerk des Sägewerkbesitzers Kirchmeier zu unterschreiben. Ja, und dann haben Sie es rausgeschmissen. Na, was sagen Sie dazu? Alles in Ordnung. Das ist ja eine Sensation. So eine Sensation ist das für Sie, Herr Ziegler, wenn ich einmal was nicht unterschreibe. Ja, aber Schorsch, du warst doch zuerst gegen das Kraftwerk. Warum hast du jetzt den Einspruch nicht unterschrieben? Ja, das würde die Öffentlichkeit natürlich ganz besonders interessieren. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht und habe mir es halt anders überlegt, nicht? Möchten Sie uns Ihre Gründe nicht etwas näher erklären? Ja, gern. Schauen Sie, nach längerem Hin und Her ist in mir die Erkenntnis gereift, dass zuallererst die Umwelt sauber sein muss. Wir müssen die Natur am Leben erhalten, damit wir überhaupt was zum Schützen haben. Ist doch klar, nicht? Moment mal. Das ist ja fast wörtlich aus meinem vorgestrigen Leitartikel. Ja, das freut mich, dass Sie ihn wiedererkennen. Das spricht für Sie. Schauen Sie, ich habe sowieso den Verdacht, dass viele Journalisten überhaupt gar nicht mehr wissen, was gestern geschrieben haben. Nicht? Und Sie bekennen sich auch in allen anderen Punkten zu unserer Umweltpolitik. Ja. Kampf dem sauren Regen, Verminderung der Abgase etc. pp. Etc. pp. Nur bleibt bei mir nicht bei schönen Worten, wie es in Ihrer Branche üblich ist, sondern ich gehe mit gutem Beispiel voran, krempel die Ärmel hoch und tu was für den Umweltschutz. Gell, Mama? Ja, Papa. Das beweist tatsächlich, dass Sie umgeschwenkt sind. Eigentlich beweist nur, dass er deine Artikel gelesen hat. Hm. Und dass er ein Politiker ist. So was ist es. Haben Sie für Zielvorstellungen? Wie verläuft Ihre Planung? Kann man darüber schon eingehend berichten? Ja, jetzt lassen Sie Ihnen nur Zeit bis morgen, Herr Ziegler. Schauen Sie, bei der nächsten Gemeinderatssitzung, da gebe ich dann meinen Plan öffentlich bekannt. Aber so viel kann ich Ihnen heute schon sagen. Da haut sogar die Grünen um. Danke. Bitte? Das genügt. Sie entschuldigen meinen hastigen Aufbruch. Sehr gern. Aber ich muss schnell in die Redaktion. Mandy, warte ein bisschen.
Also, Schorsch, mit dir kennt sich kein Mensch mehr aus. Was ist denn eigentlich in dich gefahren? Meine liebe Hermine, ein jeder Mensch kann sich ändern. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. Ja, und aus dir? Ein Umweltfan. Wer es glaubt, wird selig. Herr Paulus Lechner. Sag mal, hast du Probleme auf der Gemeinde? Oh mei, wenn's nur das wäre. Stimmt was im Betrieb nicht? Nein, alles bestens. Hat das Finanzamt vielleicht eine Betriebsprüfung angekündigt? Du wirst lachen, Hermine, das tät mich auch nicht beißen. Schorsch, du warst beim Doktor, hast gesagt. Hab ich das gesagt? Ja. Ja, dann wird's schon stimmen. Du, jetzt druck nicht rum und sei ehrlich. Hat der Doktor gesagt, dass du irgendeine Krankheit hast? Ah, woher denn? Ärger. Ja, was gäb's denn noch Ärgers? Hast vielleicht unser ganzes Vermögen in der Spielbank verloren? Ha? Haus und Hof? Noch Ärger. Noch Ärger? Schorsch, du hast dich in eine andere Frau verliebt. Ärger. Ärger. Und sie kriegt ein Kind. Noch viel Ärger. Zwilling! Nein! Heute Nacht haben sie mir wegen zu viel Promille meinen Führerschein abgenommen. Schorsch, du bist doch das größte Rimpfig von Mitteleuropa. Du sagst es, Mama. So, Papa, du hast jetzt dein künftiges Dienstfahrzeug. Abgasfrei und unversichert. Und jetzt steige die Pedale, der Gemeinderat wartet schon auf dich. Malefiz-Zeitungsschmierer. In die Redaktion soll da gleich der Blitz einschlagen, verstehst? So, jetzt bin ich schon da mit deiner Brotzeit. Danke, Hermine, mir ist der Appetit vergangen. Ja, warum? Steht über dich was drin? Der größte Schmarrn, verstehst? Ja, aber vorgestern wart's euch doch einig. Was kann denn heute anders drinstehen als das, was du am Ziegler gesagt hast? Das war doch in der gestrigen Ausgabe. Aber heute schreibt der Kasperl, wer sind die Hintermänner? Was bezwecken sie? Kein Wort hab ich was über Hintermänner gesagt. Na ja, Zeitungen schreiben immer am liebsten über das, was nicht gesagt worden ist. Das ist die journalistische Freiheit. Ja, und wegen der, der auf einer Lügen wird, drückt. So einen Beruf möchte ich auch einmal haben. So einen Beruf hast du, Schorsch. Politiker. Ja. Und jetzt reg dich wieder ab und iss was. Ach, glaubst du, ich bring keinen Bissen hinunter. Essen und Trinken halt Leib und Seitsam. Ja. Das ist ein Spruch von der Oma. Den hat's aber nicht von der Miss Marple. Die Engländer trinken ja bekanntlich nur Tee. Tee! Ja, und jetzt? Was tust du jetzt da? Den kauf ich mir, das kann ich dir sagen, mein Lieber. Aber Moment einmal. Der bringt mich mit seinen Hintermännern auf eine Idee. Warum hat denn die Funkstreife gestern ausgerechnet mich gestoppt? Dich allein? Ja, war das nicht eine allgemeine Verkehrskontrolle? Ach, woher denn? Bei so einer wäre ich doch nie aufgehalten. Die Polizisten kennen doch schließlich meine Autonummer. Und ein Bürgermeister von Zentenhausen, den kontrolliert man nicht so schnell. Und Schlangenlinien wäre schließlich nicht gefahren, oder? Du, das weißt vielleicht nicht mehr. Ah, da schau her. Du denkst genauso schlecht über mich wie dieser Manfred Ziegler. Vielleicht sind wir beide der Wahrheit nah. Du und er bist ein Liebesherzl, das muss ich dir schon sagen. Aber lass mir das. Aber wenn ich mir das so genau überlege, na ja, dann schaust du gerade so aus, als hätte die Streife nur auf mich gewartet. Mhm, du meinst also eine Falle? Ja. Ja, für mich haben die einen vertraulichen Hinweis gekriegt, dass ich mit mehr als 0,8 Promille hinterm Steuer sitze. Ja, na, gibt's aber vielleicht doch irgendwelche Hintermänner. Hä? Hast du einen Verdacht? Noch nicht. Aber die krieg ich raus. Und dann frisst es beim Wahlkampf auf dem Kraut. Beißt er nur die Zähne nicht aus? Na, schon her, in deiner Wurst, sag mal, hast du beim Rosmetz gekauft? Oder? Nein. Gibt es keinen mehr in Zentenhausen? Du hast jetzt die Bescherung.
Wir werden zum Gespült von der ganzen Gemeinde. Was heißt denn da gespült, Florian? Das ist doch in der Politik nichts Neues, dass einer seine Meinung ändert, oder? Na, da schauen wir her, was da steht. Was ist denn das für eine Zeitung? Extra Ausgabe. Der Herr Bürgermeister auf dem Fahrrad, ganz fett drückt. Sag einmal, eigentlich ein nettes Beutel, hä? Oh, ich weiß nicht. Jojo, du, da lass ich mal vom Ziegler einen Abzug machen. Untersteh dich. Text. Sieht so der Start in den nächsten Wahlkampf aus? Mhm. Was bezweckt Lechner damit? Geht es ihm um die Stimmen der Radfahrer oder wird hier kommunale Sparsamkeit demonstriert? Wie reagiert die Opposition? Fährt die eigene Partei mit dem Fahrrad hinterdrein oder zieht es der konservative Wähler vor, doch mit der Benzinkutsche zu fahren? Das ist ein Frage. Na, was sagst du von dem Fragenkatalog? Okay. Das sind für mich Fingerübungen von einem Journalistenlehrbuben. Mhm. Weißt du, was deine Parteifreund von dir sagt? Na, was sagen sie? Bei der nächsten Wahl bauen sie dich im Sitzungssaal als Ventilator ein. Das ist ein guter Witz. Aber. Ich muss immer merken. Ja, grüß dich, Gott, Hützlinger. Der Herr Gemeinderat, nehmen wir Platz. Und? Hast du das schon gelesen? Schorsch, das darfst du nicht gefallen lassen. Ah. Du musst eine Pressekonferenz machen und das auch richtig stellen. Du, wir haben nur einen Journalisten in unserem Ort und wegen dem mache ich keine Pressekonferenz. Den packe ich gleich so bei die Jowasteln, verstehst? Ich glaube auch, dass ihr zwei seine Mücken an Elefanten macht. Lechnerin, misch dich da nicht rein. Dein Mann hat unseren Gemeinderatsbeschluss sabotiert. Geh, komm, komm. Und unterstützt das Programm von den anderen, von den ganz anderen. Ja, Logo, der Kirchmeier sagt, wenn es der Papa absichtlich macht, wäre es ganz schön raffiniert. Der Kirchmeier kann uns kreuzweise sagen. No, no, also, no. Wenn's ordinär werden wollt, dann geht's ins Rathaus, in den Sitzungssaal, der ist dazu da. Na, da soll man nicht ordinär werden. Wenn ein Mehrheitsbeschluss vorliegt, dann kann doch ein Bürgermeister nicht von heute auf morgen seine Unterschrift verweigern. Doch, das kann er. Weil ich nämlich für den Umweltschutz bin. Aber das glaubt mir keiner von der eigenen Partei. Schorsch, das sind verschiedene Paar Stiefel. Das mit dem Radlfahren, das nimmt ja keiner übel. Das ist gesund. Ich sage auch, dass man nicht wegen jedem Meter 100 PS braucht. Ja, bravo. Ich hab mein altes Radl gar nicht mehr gefunden und hab mir da eins gekauft. Was sagst du jetzt? Ah, geh weiter. Gratuliere. Jetzt haben wir schon zwei Radfahrer in der Fraktion. Ja. Wir setzen uns schon noch durch. Ich mein, man muss ja nicht gerade vor der Rathaustür auf die Straße legen. Was? Das war nur dienstlich, gell, Hützlinger? Ja, sag einmal, stimmt das, dass du deinen Wagen verkaufen möchtest? Ja, warum? Was geht denn das Ding? Ja, wenn's mit dem Preis nicht spinnst, kauf ich ihn vielleicht ab. Puh. Ja, aber ja? Herr Oetzlinger, Sie haben sich doch erst kürzlich ein neues Auto gekauft. Ja. Ja, um den Wagen vom Schorsch geht's mir auch weniger, sondern um seine Zulassungsnummer. Die kann man nämlich beim Gebrauchtwagenkauf behalten. Und was versprechen Sie denn davon? Ja, mein Alte sagt, ich hab manchmal mehr Promille im Blut als mir Luftdruck in die Reifen. Ja, der hat's ja nicht zu Unrecht. Und da ist das beste Mittel gegen jede Kontrolle, so eine Galanummer, nicht wie es der Schorsch hat. Ihr versteht's mich schon, da halt dann doch kein Polizist auf. Mein lieber Oetzlinger, das habe ich mir früher auch einmal eingebildet. Ja, Schorsch, was tust du dann ohne Wagen, wenn du jetzt einmal nach Rosenheim oder nach München musst? Mama, ich werde was sagen, dann benütze ich die Deutsche Bundesbahn. Die möchte nicht gern von ihrem Defizit runter, nicht? Schorsch, Hermine, da kommt eine ganze Demonstration auf unser Haus zu. Was? Ja, wer hat denn die alle aufgehetzt? Unsere eigene Partei, mein lieber Schwan. Und so viel ich weiß, steckt da hauptsächlich die Frau Vogel dahinter. Na, natürlich. Der Papa hat ja eigens das Referat Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand für sie gekriegt. Genau. Oh, ich rümpfig. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zum Selbstmord. Verräter! Schaukelpolitiker! Volksfeind! Pharisäer! Opportunist! Parteiparasit! Und jetzt der Sprechchor, Zettel 1. Das ist bundig! Ohne Demonstration freut mich keine Demokratie! Ja, Oma, spinnst denn du? Die schreien doch alle gegen meinen Mann! Die Oma hat schon recht. Demonstrieren ist Staatsbürgerpflicht. Du musst ja dabei sein. Florian, du kannst doch nicht gegen deinen eigenen Vater demonstrieren. Ja, warum denn nicht? Ich bin bloß Angestellter und der Papa ist der Boss. Ah! Ja. So, jetzt Zettel 2 mit dem Sprechchor. Lechner aus! Lechner aus! Lechner aus dem Rathaus! Ja,
dann raus muss ich, aber nicht aus dem Rathaus raus, sondern zu den Deppen da draußen. Saubere Parteifreunde! Apropos Iffinger, du gehörst ja auch dazu. Möchtest du nicht rausgehen mit da? Hä? Ja, Schosch, das musst du verstehen. Was? Ich soll mich da nicht ausschließen. Aber das siehst, dass ich auch auf deiner Seite bin. Ich fahr bei denen mit dem Radl mit. Ja, tritt in die Pedale. Hoffentlich hauen uns die nicht Fenster ein. Ja. Ja, der Glaser hat sich auch gefreut. Was? Aber zum Schmeißen haben die gar nichts dabei. Also, die sind da vielleicht Dilettanten. Ja. Ja. Dann geh doch gleich raus und schrei mit, du Demonstrantin. Ja, das werde ich am liebsten machen. Aber schließlich gehöre ich ja zur Familie. Wisst was? Ich mach von der Herrin mit. Pfui, 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 Teufel! Das haben wir mit dem Hasen so gemeint damit. Das ist mir wurscht, alle, auch dich. So. Du gehörst überhaupt raus vor's Volk. Du hast nicht einmal so Unrecht, Oma. Was sein muss, muss sein. Hat der Reiber Hauptmann Kneifel gesagt und hat sie kämpfen lassen. Na, schau, schreib herin. Mama, die Pflicht ruft. Vielleicht reicht das politische Schicksal seine privaten Untaten. Schosch, komm halt rein. Liebe Leid und Parteifreunde. Feinde, Feinde, du hast uns zu Parteifeinden gemacht. Ruhe, das ist eine öffentliche Demonstration und da darf an jeder Mann seine Meinung sagen, also auch ich. Jetzt am Holz zu. Seid verstanden da hinten. Der Bürgermeister nicht reden. Ja, geht über Gnadenfrist. Was heißt der Gnaden? Bitte passt schon mehr auf. Wer sagt euch denn, dass man über einen Gemeinderatsbeschluss nicht hinterher noch einmal nachdenken darf? Ich verspreche euch, dass ich in Zukunft mein Hirn einschalten werde, bevor ich was sage oder unterschreibe. Soll das heißen, dass die letzten 10 Jahre unsere Gemeinde ohne Hirn regiert hat? Das heißt, ja, vielfach schon, Frau Vogel, vielfach schon. Gut, dass du die ganze Zeit unser Bürgermeister warst. Ja, ja. Liebe Leute, liebe Leute, wir sind doch fast alle aus derselben Partei und wollen fast alle dasselbe, oder? Sie nicht mehr, deswegen sind wir ja da. Man kann über alles reden, man kann sich über vieles einigen. Aber muss denn das heraus auf der Straße sein? Mach euch einen Vorschlag. Geh hinüber zum grünen Baum und mach eine ordentliche Diskussion. Ich lasse zwei Fassel frei beauflegen. Und der Brotzeit auch, gell? Und der Brotzeit. Mein Bruder Florian saust voraus und stellt lauf zu, Bruder. Mach ich, Papa, kommst gleich hinüber. Ja, Sänger, gut ist uns gerade nachgegangen. Also, ich Mama, bin früher lieber beim frischen Wasser. Mit dem Radl fahre ich mit 5 Maß auch noch heim. Kommt gleich, bevor uns die jungen Sprinter das ganze Freibier nicht schaffen. Courage hat er, mein Schorsch. Ha? Alle Achtung. Brauchst du gar nichts drauf einbieten. Der hat's faustdick hinter die Ohren. Dem tät eine Abreibung einmal ganz gut. Deine Bosheiten kannst du für dich behalten, Oma. Du hast doch gerade wieder erlebt, was mein Schorsch für eine Persönlichkeit ist. Ja. Und diese Persönlichkeit schmiert dich aus nach Strich und Faden. Was rätst du da? Minen. Leider muss ich dir reinen Wein einschenken. Dein Superpolitiker hat in der Stadt drin ein Fliedscherl, das wo ihn erpresst. Also, jetzt hat's dich aber, Oma, nie und nimmer. Bitte, dann sage ich halt nichts mehr. Dann steck noch weiter den Kopf in Sand, Frau Vogelstrauß. Nein, jetzt hast du angefangen mit deinen saudummen Andeutungen. Jetzt raus mit der Farb. Farb, sagst du? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht waren das Farbfotos. Also, Oma, entweder du erklärst mir jetzt vernünftig, was du meinst, oder ich schick dich zu einem Psychiater. Ja, die Fotos von seinen nächtlichen Abenteuer, meine ich. Ich muss ja annehmen, dass sie einen Pudel nackert erwischt haben. Mit der Kamera. Vielleicht sogar in Color. Und jetzt wird er erpresst, der Casanova. Also, Oma, das ist ja wieder eine ganze Reibergeschichte. Sag mal, wo hast denn die her? Vielleicht auch von sogenannten Parteifreunden? Nein, alles selber mit angehört, wie er mit der Erpresser telefoniert hat. Sie heißt Kathi und ist ein Skorpion. Und auf dieses Kennwort muss er ein paar tausend Mark einzahlen, weil sonst zeigst du die Bütteln von ihm überall herum. Und den Skandal kann er sich natürlich nicht leisten, jetzt vor der Bürgermeisterwahl. Das hat er selber gesagt. Hab doch Ohrwascheln. Ja, die hast du. Anscheinend im ganzen Haus versteckt. Ja, und? Was willst du noch gehört haben?
Ja, lieber Zeuter, hat er gesagt, verkauft sein Auto und fährt mit dem Radl. Das ist sein ganzer Umweltschutz. Schon mehr der Umweltschmutz. So, Minel. Und jetzt weißt endlich alles. Na, sowas. Also nie hätte ich ihm so eine Falschheit zutraut. Mir ins Gesicht immer so schön tun, mich hinterrücks ausschmieren. Oma, ich sag dir was. Das Leugnen ist noch schlimmer wie ein Seitensprung. Ach, Minel, so sind's doch alle. Nur wer arm ist, bleibt treu. Wenn's die Lebensleiter höher steigen, fangen's an mit dem Dolce Vita. Aber warum kommt denn alles auf einmal? Zuerst die Geschichte mit dem Auto und jetzt? Ja, was weißt denn du vom Auto? Also, mit dem wird er natürlich hingefahren sein, so seinem Skorpionerl. Und jetzt weiß ich auch, was der Manfred in der Zeitung meint mit den Hintermänner, die Erpresser. Du, wenn sich's da nicht sogar um eine Hinterfrau handelt. So, da war. Das hätten wir uns fürs Erste geschafft. Ja, was? Hast du schon so früh weg können? Ja, freilich. Schau mal, den meisten ist ja sowieso die Brotzeit und das Bier lieber als für die Politik. Besonders, wenn's nicht kostet. Und außerdem vertritt mich unser Florian hervorragend. Ich werde mal ein zünftiger Politiker. Na, nie. Meinen Sohn ziehst du nicht in deine Sümpfe. Ja, was regst du denn so auf, Hermine? Du, der Florian hat die Überzeugungskraft, die man als Politiker braucht, dass einem an jeden Schmarrn glaubt. Aber dir glaube ich überhaupt nichts mehr. Nie mehr, gar nichts, du. Was? Du. Ja, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Dass du mir Blumen per Luftpost schickst. Ja? Du, sag einmal. Eigentlich langsmeier für heute, nicht wahr? Aber bitte, Familie, gib vor, was gibt's denn, Herr Minerl? Der Teufel ist der Herr Minerl. Und was ich will, das ist schon geschenkt, nämlich dich überführen. Ha? Und da steht unser Oma als Zeugin. Ah, bedauere. Als Verwandte ersten Grades bin ich nicht zeugnispflichtig. Streit's euch nur allein weiter. Ich habe zu recherchieren. Was hat denn unser Kriminäserl wieder recherchiert, dass du mich mit Blumen überschüttest? Deine ganze Schand, für die du jetzt zahlen musst. Geh weiter, zwei Fassel Freierbier, das ist doch nicht die Welt, oder? Nein, nein, keine Ausflüchte, Schorsch. Ich sag nur, ein paar Tausender und Kennwort Skorpion. Kennst du jetzt aus? Kennwort Skorpion. Ach so, das meinst du ja, das muss ich natürlich unauffällig erledigen. Ich kann mir jetzt keinen Skandal leisten, mitten im Wahlkampf. Aha, aber die nächtlichen Abenteuer, die hast du schon leisten können. Was? Also, nie hätte ich da sowas zutraut. Schorsch, wirklich. Ich hätte die Hände für dich ins Feuer gelegt. Ja. Ja, aber jetzt bleibt mir wirklich bloß noch die Scheidung. Die bitte was? Ja, die Scheidung. Gleich morgen gehe ich zum Rechtsanwalt. Zum Rechtsanwalt? Der kriegt einen Lachkrampf. Ein abgenommener Führerschein als Scheidungsgrund. Geh, aber Schorsch, es geht doch nicht um deinen Führerschein. Es geht um deine Moral. Mir geht's doch nicht ums Geld. Na ja, ein bisschen was wird's natürlich kosten, nicht? Aber damit ist die Sache endgültig aus der Welt geschafft, wenn nur die Presse nichts davon erfährt. Ja, sag einmal, an mich denkst du überhaupt nicht. Hä? Was das für eine Frau heißt, wenn sie nach über 20-jähriger Ehe sowas erleben muss. Mama, du wirst es überleben. Aber ohne dich, Schorsch. Du, Mama, stell dir vor. Gottes Willen, weiß es am Ende schon die ganze Stadt. Ja, der Manfred macht gerade einen Artikel drüber fertig. Das auch noch. Dem hau ich noch einmal seine Schreibmaschine zusammen, das sag ich dir. Der Mann, die benutzt aber ein Diktiergerät. Ja, das vernichte ich ihm auf, deinem Mann, die diesen Zeitungsschmierer jetzt keiner erwartet. Brigitte, bitte sag am Herrn Ziegler, dass er den Ehebruch von deinem Papa nicht an die große Glocken hängen soll. Der Papa? Ein Ehebruch? Das ist ja ganz was Neues. Also, gerade hast du gesagt, der Manfred schreibt schon einen Artikel drüber. Aber geh, doch über die Demonstration von Papa seiner Partei, die bei das Hornberger Schirsen ausgegangen ist. Über die Bierbanzenbestechlichkeit gewisser konservativer Kreise. Ach, Gott sei Dank. Also von seinem Gespuse steht noch nichts drin. Eine Tageszeitung bringt Nachrichten und keine Märchen. Das ist kein Märchen, Brigitte. Dein Papa ist im zweiten Frühling. Wer hatte denn den Floh ins Ohr gesetzt? Die Oma. Ja, dann muss ja schon. Ja, ich traue ihr ja auch nicht. Aber sie schwört, dass sie ein Telefongespräch mit angehört hat, wo die Erpresser deinem Papa gesagt haben, was er für die Aktfotos mit dem Callgirl zahlen muss. Das hört ja wirklich wie ein ganzer Kriminalroman an.
Hoppala. Also, wie der Papa mit den Demonstranten fertig geworden ist, das wirst du mir einer nachmachen. Der ist blau. Ja, ja. Lob nur recht den alten Sünder mit seinem Johannistrieb. Was hab ich? Nicht du. Dein Vater hat unsere Mama betrogen. Was heißt da dein Vater? Das ist ja der deine genauso. Und was heißt betrogen? Die Oma hat ein Gespräch belauscht. Er hat sich in der Stadt mit einem Callgirl eingelassen. Und jetzt wird er mit Fotos erpresst. Was? Unser Vater? Die Oma hat's genau verstanden. Und mir gegenüber hat er's auch noch zugegeben. Ein paar tausend Mark wird's kosten. Das ist dafür nicht einmal teuer. Ja, mehr werden die Fotos schon nicht wert sein. Mit solchen Aufnahmen sind schon Minister gestürzt worden. Ja, vielleicht in französische Komödien, aber doch nicht in Zentenhausen. Außerdem ist unser Vater nicht Minister, sondern Bürgermeister. Aber nicht mehr lang, wenn er so weitermacht. Der macht, der kann doch schreiben, was er will. Ah, da schau her. Drei schöne Rücken können auch entzücken. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Das fragst du noch. Pfui Teufel, kann ich da noch sagen. Dreimal pfui Teufel. Du halt dich fein zurück, Brigitte, gell? Lieber Vater, bei dir langt's ja nicht einmal mehr zu einem Gemeindediener, geschweige denn zum Bürgermeister. So, sag einmal, was hast denn du unsere Kinder erzählt, Hermine? Alles. Da kann ich mich nur meiner Schwester anschließen und sagen, pfui Teufel, aber zehnmal. Oha. Prost. Ja. Ja, haben die einen Schnaps aus dem Maskrug rausgesoffen? Fred, mich nicht mehr anschaust, mir zwei sind fertig miteinander. Du, jetzt pass einmal auf, was ich mit dir zu reden hab. Wie ich dir vorgestern von meinem Malheur erzählt hab, bist du sofort an meiner Seite gestanden. Wirst für eine richtige Ehefrau gehört. Und heute auf einmal hältst du mir die ganze Familie gegen mich auf. Was ist denn los? Ja, ja, vorgestern, da hab ich auch noch nicht gewusst, was du für ein treuloser Lump bist. Heiliger Simplicius, was hab ich für ein begriffsstutziges Weibsbild? Ich hab doch mit den Rechtsanwälten nur ausgemacht, dass wir Postlagern unter dem Stichwort Skorpion verkehren, für den Fall, dass ich eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer kriege. Host mich! Und die Fotos? Was für Fotos? Ah, die Fotos, ja, die hat die Funkstreife gemacht. Und weißt du warum? Wegen deiner Tullen, die was du mir vor einer Woche eingefahren hast, nicht? Ja, ja, und ich weiß diese, eben, und diese besagten Fotos, die liegen beim Akt. Und die Erpressung? Keine Ahnung, was denn für eine Erpressung. Mei Schorsch, noch hat ja die Oma das Telefongespräch von dir völlig missverstanden. Die Oma. Das ist gut. Mein Lieber. Da bewahrheitet sich das Sprichwort. Der Hörer an der Wand hört seine eigene Schand. Sag einmal, wann hat denn die Oma überhaupt einmal was richtig verstanden? Die hält ja Grüne für Marsmenschen. Ja. Schorsch, bist mir jetzt recht bes. Ach, woher denn, Hermine? Aber das eine möchte ich dir schon sagen. Sei froh, dass du mit einem Politiker verheiratet bist. Was, wir gehören nämlich zur Gattung der Dickhäuter. Uns geht nicht so leicht unter die Haut. Aber pass mal auf. Die Brigitte und der Flori, die glauben jetzt auch, dass ich ein Callgirl vernascht hab. Ja. Du, bei den Glauben lass mir's eine Zeit lang. Das hebt mein Image, verstehst du? Ja. Von deinem Führerschein wissen's allerdings nichts. Das ist gut so, da brauchen's auch nichts wissen. Gut, ja, aber jetzt die Oma. Die Oma? Du, die lass mir noch eine Zeit lang recherchieren, dann ist sie verräumt. Entschuldigen Sie, wenn ich so hereinplatze, aber Ihre Haustür war offen. Treten Sie nur rein, Frau Vogel. Ich hab heute Tag der offenen Tür. Über den Gartenzaun sind's auch schon gestiegen, unsere Parteifreunde. Da brauche ich ja keine Angst zu haben, dass du die Frau Vogel ein zweites Mal hinausschmeißt. Also, ich wünsche gute Unterhaltung. Dankeschön. Ich habe ohnehin zu meinem persönlichen Schutz den Herrn Gemeinderat Ötzlinger mitgebracht. Kommen Sie rein, Herr Ötzlinger. Ja, der Ötzlinger schon wieder. Schorsch, das muss ich verstehen. Ich komme nicht hundertprozentig auf deine Seite stehen. Ja, freilich. Schließlich habe ich ein Geschäft. Und da muss ich einen Kompromiss anstreben. Das ist immer noch das Gescheiteste. Radlfahren, ja, aber Kraftwerk, nein. Versteh mich halt richtig. Geschäft ist Geschäft. Und Schnaps ist Schnaps, sag's einmal. Habe ich euch nicht vor einer halben Stunde im grünen Baum drüben erklärt, dass wir endlich zum Umdenken anfangen müssen?
Aber die Einspruchsfrist läuft doch in 3 Tagen ab. Ja und, lass doch den Kirchmeier sein E-Werk bauen. Ist doch immer noch besser und umweltfreundlicher, als wenn ganze Braunkohlenlager im Dampfkraftwerk verheizt werden, oder nicht? Schorschi, konnte ich nicht verstehen. Ah. Dass du dich für den Kirchmeier so einsetzt. Nur dazu, wo der windige Sagschneider zur anderen Partei gehört. Die werde mal was sagen, Istlinger. Dem Wald ist es wurscht, wer den sauren Regen aus der Welt schafft. Oder habe ich vielleicht nicht recht? Also vor 4 Wochen haben Sie noch erklärt, dass der Spatenstich zum Kraftwerksbau nur über Ihre Leiche erfolgen kann. Ich? Ja, Sie. Sag mal, Franz, kannst du dich an einen solchen Ausspruch meinerseits erinnern? Ja. Was? Nein, das weiß ich nicht mehr so genau. Bitte. Ich glaube, bei der Sitzung habe ich gefällt. Aber ich habe das Sitzungsprotokoll geschrieben und da steht es schwarz auf weiß. Hm. Und ich habe auch bereits den Auftrag von den andersdenkenden Parteimitgliedern, dieses Sitzungsprotokoll vervielfältigen zu lassen und an jeden Haushalt zu versenden. Okay, was nicht sagen. Jetzt passen Sie mal auf, Frau Vogel, Sie Gescheiter. Ich gebe dieses Sitzungsprotokoll ganz einfach nicht aus der Hand. Was sagen Sie jetzt? Dieses Recht steht Ihnen aufgrund unserer Gemeindeordnung nicht zu. Wo ist denn überhaupt das Protokoll? Hier. In meinem Haus, in meinen Safe, damit Sie aus unseren geheimen Sachen keine Postwurfsendung machen können. Geht jetzt doch nicht streiten. Ach. Das ist nie gut in der eigenen Partei. Ach. Schau, das ist aber in der Politik so der Brauch, dass heute einer so sagt und morgen so. Eben, und ich sage so. Schlimm genug, dass sich unser Ortsverband bereits in 2 Gruppen gespalten hat. Ja, ich weiß, Frau Vogel, ich weiß, in Automobilisten und in Radlfahrer, gell? Herr Lechner, ich werde den Vorfall mit der Protokollentwendung morgen dem Landratsamt melden. Das ist hervorragend, dann werde ich Sie morgen dem Arbeitsamt melden. Was? Wieso denn das? Weil Sie ab morgen arbeitslos sind und eine neue Stellung suchen. Da kann ich ja nur lachen. Nix für ungut. Jetzt muss ich gehen. Das heißt fahren, weil ich das Fahrrad dabei hab. Da siehst du das wieder, gell, wie ich auf deiner Seite stehe. Ich bin direkt gerührt. Dankeschön für die Unterstützung, Ötzlinger. Da rinde ich Schwammerl. Ich hab deinen Besuch gut überstanden. Und du, da kommt eine ganze Lawine auf mich zu. Stell dir vor, die wollen das Protokoll, das ich mit nach Haus genommen hab, die wollen unbedingt, dass ich das rausgebe. Aber Schnecken, das lasse ich jetzt verschwinden. Was soll jetzt das wieder heißen? Es ist ja nur schade, dass ich die Oma nicht in meine Pläne einweihen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, spielt man die schon mit. Bei uns wird es jetzt nämlich kriminalistisch. Heute Nacht erfolgt hier ein Einbruch und dabei verschwindet das bewusste Sitzungsprotokoll. Ja, aber Schorsch, woher willst du wissen, dass heute Nacht bei uns Einbrucher wird? Weil ich selber der Einbrecher bin. Ach, Schorsch, was treibst denn noch alles? Ha? Pass auf, Hermine, du kannst mir ein bisschen helfen. Du sagst jetzt der Oma, dass ich heute Nacht nicht da bin. Ja? Dann erfahrt sowieso in Kürze die ganze Familie und die halbe Nachbarschaft. Und dann sagst du noch, dass ich streng geheime kommunale Papiere bei mir im Safe eingesperrt habe. Ja, aber wozu denn? Ja, da passt doch die auf wie ein Haftelmacher. Die schnüffelt doch überall rum mit ihrer neugierigen Hundsnasen. Und wenn ich heute Nacht den Einbruch fingiere, dann habe ich morgen eine Zeugin, die selber glaubt, was sagt. Mama, es wird langsam spät. Der Dieb von Zentenhausen geht. Mit so einem Mann muss ich verheiratet sein. Nie wieder einen Politiker. George ist die ganze Nacht weg, sagt die Hermine. Und im Safe hat er geheime Dokumente. Das ist ein bodenloser Leichtsinn. Ja, mich, wenn die nicht hätten, da tät's böse ausschauen in der Familie. Ob ich die ganze Nacht da Wache halte? Naja, da sieht man mich zwar sitzen, aber mit dem Strickzeug wird mich keiner verdächtigen.
Ah, du bist nur auf? Ja, bin doch keine Hähne. Nein, schon eher ein Nachtvogel. Du, Hermine, wohin ist denn eigentlich dein Mann? Ich weiß nicht. Er hat nur gesagt, dass er erst morgen früh wiederkommt. Zu seinem Callgirl wird er sich nicht gleich wieder trauen. Da macht er auf dem Vorarlberg keinen guten Eindruck. Na, es ist schon beruflich. Ich glaube in München. Mineral? Na, nur bis zum Bahnhof und dann fahrt er ja mit dem Zug. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt doch ins Bett. Ja, da hast recht. Ich bleib auch nicht mehr lang auf. Verdirbt er die Augen nicht. Und schlaf gut. Alles Ablenkungsmanöver, das merkt der Blinde. Verdirbt er die Augen nicht und schlaf gut. Schlafen wäre ich in einer politisch so höchst brisanten Situation. Aufpassen wäre ich wie der Haftelmacher. Jetzt mache ich einmal einen Hausrundgang und kontrolliere alle Türen und Schlösser. Vogelschrot. Also bei uns kennt wirklich jeder einbrechen. Sämtliche Türen sperrangelweit offen. Das wird sich ab morgen ändern. Aber jetzt ans Werk. Siefel aufsperren. Aha, sind jetzt die Papiere? Ah, da haben wir schon. So, und jetzt mach ich ein paar Kratzer am Siefel. Dann glaubt die Zentenhaus Haus und der Polizei ganz bestimmt an einen Einbruch. Aber an einen misslungenen Hände hoch oder ich schieße! Nein, nicht schießen! Hilfe! Au! Weg ist er! Oma, was machst denn du mit dem Gewehr? Hast du geschossen? Wer denn sonst? Ich hab einen Einbrecher verjagt, das klappt! Nein! Hab ich jetzt einen Schuss gehört oder eine Tasche mehr? Die Oma hat einen Einbrecher überrascht. Was? Ja, wenn sonst niemand aufpasst. Natürlich war er schon am See. Ist ja auch ein bodenloser Leichtsinn aber von euch. Oma, du kannst doch nicht einfach auf einen Menschen schießen. Auch nicht auf einen Einbrecher. Ja. Ich hab da nur einen Schreckschuss abgeben wollen. Ja, aber einer langt. Hab das Gewehr eh extra tief gehalten. Wie tief? Naja, so am Boden halt. Ja, da kannst du ihn auch nicht getroffen haben. Ja, aber er hat da geschrien und ist jammernd davon gerannt. Das ist ja entsetzlich. Der Schuss, der muss mir das Gewehr hochgerissen haben. Aber mit dem Vogelschrot ist es ja nicht lebensgefährlich. Oma, bedenk doch, wenn ein einziges Schrotkügel ins Auge geht. Da, wo ich getroffen hab, hat der Mensch kein Auge. Was ist das gewiss? Ja, hat ja nur der Vorlehner kennen. Bloß mit dem Sitzen, da wird er ein bisschen Schwierigkeiten haben. Thank you.
Kriminalinspektor, das muss ein Profi gewesen sein, weil er Handschuhe angehabt hat. Keine Fingerabdrücke. Als ob nicht jeder vom Fernseher wüsste, dass man Fingerabdrücke vermeiden muss. Jedes Kind weiß das. Wieso war denn die Kripo so schnell da? Der Florian hat's benachrichtigt. Ja, schließlich ist einbrochen worden und geschossen. Ja, von mir. Wo ich wohne, da bricht man nicht ungestraft ein. Und Sie haben ihn getroffen? Direkt in seine Schützenscheiben. Naja, das ist, wo man sonst sitzt, wenn man nicht steht. Seien Sie froh, dass Sie nicht erschossen haben? Da würden Sie am Ende noch wegen Totschlag angezeigt. Ha, das war doch Notwehr. Wenn Sie ihm von hinten nachschießen? Nie. Außerdem war das bloß Vogelschrot. In Papa seinem Jagdkalender habe ich gelesen, viel Schrot sind des Hasen tot. Für einen Hasen war er zu groß. 1,80 Meter, schätze ich. Und was fehlt jetzt aus dem Haus? Gemeindeprotokolle aus dem Safe. Dann kann der Einbruch nur politische Hintergründe haben. Ich muss schnell in die Redaktion. Empfehle mich. Servus, Brigitte. Ciao, Mandy. Aber der ist auch sehr inkonsequent. Zuerst schreibt er von den Hintermännern und dann vergisst er es wieder. Sehr kurzsichtig. Da schaust du klarer durch, gell? Natürlich. Ach, bloß in dem Haus kann man ja nicht kriminalistisch arbeiten. Erstens einmal die politische Atmosphäre und dann die, zweitens einmal die wurlerte Familie. Ach, ich bräuchte eine Kommandozentrale. Was? Am besten wäre der Wohnwagen. Ja, schau nicht so gestochen. Alle erfolgreichen amerikanischen Detektive haben einen Wohnwagen. Also weißt, Oma, mit dir kann man sich wirklich gut unterhalten. Du erklärst immer alles so klar und einfach. Ja. Das macht mein kriminell geschultes Gehirn. Aha, ein Fall für zwei. Was gibt's Neues in eurer Gerüchteküche? Die Oma will sich einen Wohnwagen kaufen. Ja. Aber ich muss noch was erledigen. Fertig. Fertig, Mädi. So einen Wohnwagen willst du kaufen? Ja, bräuchte ein neutrales Hauptquartier. Da wüsste ich einen wunderbaren Stammplatz dafür. So, wo denn? Lanzarote. Soll ich denn in Lanzarote? Du findest schon was. Mir wär's wichtiger, was du dann hier nicht mehr sollst. Andere schlafen und ich tu was. Ja. Ich habe heute schon dem Herrn Manfred Ziegler ein Interview gegeben über die Ereignisse der heutigen Nacht. Ja, das ist ja wunderbar, Oma. Das muss natürlich auch wieder in die Zeitung, ist ja ganz klar, nicht? Au! Du, so hat der Einbrecher auch geschrien heute noch. Ja, aber ich hab jetzt wegen meine Bandscheiben gejammert, nicht? Werden dir aber angeschafft, dass du gleich schießen sollst? Du hättest ihn kitzeln sollen, den Einbrecher. Wer sagt dir überhaupt, dass das ein Einbrecher war? Der heilige Nikolaus wird's nicht gewesen sein. Wo warst denn du heute Nacht? Ich? Ja, in München, warum? Der Manfred wird schon Licht in dieses Dunkel bringen. Von mir aus bringt er ein Bild von dir auf der Titelseite. Oma, das Flintenweib. Ja, wo sieht denn jetzt schon wieder? Wann ist denn da zugesperrt? Du, der wird ab heute immer zugesperrt, Florian. Darin wimmelt's ja geradezu von Einbrechern. Da schaut's einmal her, was ich draußen im Vorgarten gefunden hab. Ein Montiereisen. Die Tatwaffe. Das Corpus Delictus. Na, das sagt nur gar nichts. Mit dem hätte er mich beinahe erschlagen. Leider nur beinahe. Ja, das Eisen ist aus unserer Werkzeugkiste. Ja, tatsächlich. Ja, was? Da hat sich der auskennt im Haus. Vielleicht versteckt er sich noch irgendwo. Ich beantrage sofort eine Hausdurchsuchung. Halt! Du beantragst in meinem Haus gar nichts mehr, verstehst? Sonst beantrage ich deine Exmission. Du kannst von Glück sagen, dass ich das jetzt nicht verstanden habe. Nachdem sie nirgends Fingerabdrücke gefunden haben, werden da jetzt auch keine drauf sein. Doch, die unseren jetzt schon. Ist auch wurscht, du hast wieder raus in die Werkstatt. Ja. Wenn du so weitermachst, dann glauben die Leute am Ende, ich hätte bei mir selber einbrochen, nicht? Das kann ich beschwören. Was? Ja, dass du's nicht warst. Dein Glück. Du Schorsch. Was denn?
Ich müsste mal ernsthaft und dringend mit dir reden. Ja? Ja, schließlich bin ich doch eine Kronzeugin. So, sag mal, weißt du überhaupt, was eine Kronzeugin ist? Ja, natürlich. Eine, die alles weiß. Ja. Komm, setz dich her zu mir. Wir müssen uns in aller Ruhe aussprechen. Ja, setz dich nur du hin. Ich gehe ein bisschen auf und ab. Ich bin halt so unruhig, weißt du? Ja, verständlich, verständlich. Ja. Aber renn nicht dauernd hin und her. Schau mir bitte in die Augen. Warum? Schorsch, ich kann verstehen, dass einem langjährigen Ehemann einmal ein Ausrutscher passiert. Okay, wirklich? Ja, das ist alles menschlich. Ja, Oma, du bist ja direkt rührend. Aber ein Mann von deinem Format, Unternehmer und Bürgermeister, ja, der sucht sich doch nicht ein Rosenheimer Skorpionflitscherl, das wo Erpresser als Hintermänner hat. Awe, jetzt sind wir wieder so weit. Leider. Aber das kommt nur daher, weil du viel zu wenig Fernsehsendungen siehst. Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Also, da war zum Beispiel diese wunderbare italienische Serie, wo ein Polizeioffizier gegen die Mafia kämpft. Ja, soll ich in Zentenhausen gegen die Mafia kämpfen? Lass mich doch einmal ausreden. Ja, bitte, bitte. Also, dieser Polizeioffizier verliebt sich sozusagen, das ist sehr menschlich gezeigt, okay, verstehst du? Ja, ja, ja. Sozusagen außerehelich. Aber nicht in die nächstbeste Flitschen, nee, sondern in eine verwaiste junge italienische Adelige, die dem Rauschgift verfallen ist. Sehr interessant. Jawohl. Ja. Da spürt man eine menschliche Aufgabe. Mhm. Wenn es auch ehrlich eine Katastrophen gibt. Aber alles auf höherem Niveau. Hast mich? Ja, ich hab dich. Ja. Und daran könntest du dir ein Beispiel nehmen. Oma, jetzt haut's mich um. Ah! Oh, 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 oh. Ah. Mein Mann war auch kein Heiliger. Ja? Ah, war raffinierter. Was treibt's denn hier da? Ja, du, die Oma hat mir gerade einen guten Rat gegeben. So? Und was für einen? Ich soll ein Verhältnis mit einer verwaisten, rauschgiftsüchtigen italienischen Adeligen anfangen. Ach, sag einmal, hast du eine Fieber, Oma? Blödsinn. Jetzt rufe ich gleich an und stelle ein Zimmer für dich. Wo? In der Kreisirrenanstalt. So. Das ist der Dank. Au! Das ist der Dank, wenn man eine Ehe reparieren will. Du, unsere Ehe reparieren wir schon selber. Ja. Na bitte. Bitte schön, dann ziehe ich mich halt zurück aus der Familie. Und mach nur noch den Hausdrachen. Der bist ja schon, Oma. Ihr wisst genau, was ich meine. Ja. Ihr findet's mich im oberen Stock. Ich putz die Zimmer. Ja, putz die. Geh, Hermine, hilf mir mal ein bisschen aus. Ja, mein Gott, du Ärmster. Ja. Tut's recht weh da hinten. Na, na, ha? Das ist nicht so schlimm, ich habe ja lederne Hosen angehabt. Aber diesmal rebellieren wirklich meine Bandscheiben, diese alte Leiden. Nicht? Ach, Schorsch, der Doktor redet seit einem Jahr von einer Kur, aber du hörst ja nichts auf dem Ohr. Oh mein Gott, Kur, Kur, mitten im Wahlkampf, geht doch nicht. Herr Lechner, es ist schon wieder ein Demonstrationszug im Anmarsch. Ja, was, das scheint hier Gewohnheit zu werden in Zentenhausen. Ha? Oh, der Öztlinger als Schutzengel, auch wieder an ihrer Seite. Schorsch, diesmal sind's nicht die Unsrigen, diesmal sind's die anderen. Die ganz anderen, gell? Alle ja, von den anderen, die Anhänger von allen Oppositionsparteien sozusagen. Ah, drum sind sie nicht dabei, Frau Vogel. Ich möchte aber gern, wenn's Ihnen recht ist, Herr Bürgermeister. Sie möchten? Ja. Ja, das sind ja ganz neue Töne. Wir sollten uns doch informieren, was da so vor sich geht, finden Sie nicht? Ja, das finde ich schon lang, Frau Vogel, aber Sie nicht. Schorsch, wir haben eine Parteiausschusssitzung gehabt. Was, ohne mich? Ja, die Frau Vogel hat schon angerufen, aber ich habe ja gesagt, du bist krank. Ach ja, das stimmt ja auch, selbstverständlich. Und die allgemeine Meinung ist, dass du dich in den letzten Tagen taktisch und wahlpolitisch ganz hervorragend aufgeführt hast. Ja, geradezu raffiniert. Ja. Der Ausschuss spricht Ihnen weiterhin das volle Vertrauen aus. Ja. Hermine, jetzt wiegt mir mal. Wo? Wo du magst.
Ah, ja, ich bin's noch. Und da meine ich halt, wir sollten uns jetzt zwecks Kontaktaufnahme einfach der Demonstration anschließen. Woher denn? Bleiben wir doch gleich da. Ich öffne die Terrassentür und wir harren hier der Demonstranten. Gell? Ja, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also wahltaktisch ist das ganz hervorragend. Ja, also, die allgemeine Meinung ja. war, dass die Demonstration für Sie ja doch wieder beim grünen Baum endet. Und deswegen gehen die jetzt alle gleich dahin. Sieh, das wird einmal ein zünftiger Wahlkampf. Thomas Voglin, schließen wir uns an. Ja, ich möchte den Herrn Bürgermeister aber schnell noch sagen, was unser Ausschuss ausgerechnet hat. Ja. Wir glauben alle, dass Ihnen 70-80% persönliche Stimmen sicher okay. sind. Ich werde verrückt. Na bitte nicht, Hermine, überlass das der Oma, gell? Was sagt ihr von der Oma? Wisst ihr das schon? Was denn, Florian? Ja, was die Oma macht? Ja, Zimmer putzen, hat's gesagt. Nein, die steht am Balkon drum, salutiert mit dem Besen wie ein General und nimmt die Demonstration ab. Und alle grüßen sich auf zu ihr. Ja, das ist ja hervorragend. Dann habe ich ja eine Vertreterin draußen. Ich sag's ja, heutzutage gehört eine weibliche Mitarbeiterin einfach zum Geschäft. Gell, Frau Vogel? Sie sagen es, Herr Bürgermeister. Ja. Laufen wir. Ja, Florian, du musst... 30 doch zum Preishaus ins Freibier stellen. Die haben sie alle eine Brotzeit, gell? Was? Schon wieder? Ja, freilich, deswegen kassiert's und finanziert's die Parteikasse, verstehst du? Aha, und der Sängerbund ist natürlich auch wieder dabei. Du, die sind parteifrei, die müssen noch alle Seiten singen. Ja, freilich. Und die muss jetzt aufschauen, was unsere Oma treibt. Ja, das machst du. Ja, ich komm gleich nach, gell? Jetzt da voraus. Herrschaftszeiten. Ah, ja. So, das hätten wir wieder geschafft. Geht schon besser. Ja, herein. Oh, der Herr Sägewerksbesitzer und Oppositionsführer persönlich. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du in der Nähe bist, Kirchmeier. Ist verlaubt? Ja, freilich, komm nur her. Sitzt ihr hin? Dankeschön. Im Sitzen redet sich leichter, gell? Ja, freilich, magst du ein Bier? Nein, nein, Georg, nein, ich muss ja da noch. Den grünen Baum lieber. Ja, ich auch, Kirchmeier, ich auch. Ich bin ja schließlich der Gastgeber. Du, ich hab das Gefühl, das wird heute eine politische Zentenhaus einer Generalversammlung. Machst nicht? Du bist ein Fuchs, Lechner. Na ja. Aber wir kennen dich schon brauchen. Du machst es uns schon recht. Besonders dir, Kirchmeier, und dein Wasserkraftwerk, gell? Ja. Mhm. Ja, und da hätte ich noch was ganz Persönliches dazu, bevor wir unter drei kommen. Ja, dann red halt. Es ist alles soweit. Nächste Woche hätten wir den ersten Spatenstich beim Kraftwerksbau. Ja, glaubst du, dass den ich mach? Bin doch nicht blöd. Dann kann ich gleich meinen Amtssessel freimachen. Nein, nein, bitte nicht. Es kommt nichts Besseres nach, gell? Ja. Was sitzt denn so komisch? Na, nix. Da hinten tut's mir ein bisschen weh, weißt du. Bandscheiben? Nein, Schierscheiben. Ja. Bandscheiben, ja. So. Ja, also, dass ich sag. Ja, bis jetzt hast du aber noch nichts gesagt. Du weiter. Es fällt mir halt nicht leicht. Ach so, ja. Also, pass auf, Georg. Wenn du vielleicht in deiner Partei Schwierigkeiten hast, oder gar mehr Feinde als wir Freunde, dann. Was dann? Dann bist unser Mann und erster Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Na, was sagst du zu meinem Vorschlag? Ja, was glaubst denn ihr, wer ich bin? Der Mann der Stunde. Ja, das sagst du auch bloß, weil's der Ewerkmann ist, gell? Das sag nicht gerade ich. Wer noch? Unsere ganze Partei ist der gleichen Meinung. Ja. Und wir haben auch schon abgestimmt. Das Resultat. Ja, jetzt lass dir nur Zeit. Das muss ich mir schließlich alles durch den Kopf gehen lassen und ein bisschen überlegen. Nicht? Also, ein Parteiwechsel kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das kann ich schon Franz Josef nicht antun. Nicht? So. Aber es gibt ja schließlich noch andere Arten der Zusammenarbeit. Meinst du nicht, Kirchmeier? Hast recht, Georg, hast recht. Lass dir nur Zeit. Wir wollen dich nicht dringen. Ja. So, das war jetzt die offizielle Politik. Und jetzt möchte ich mich bei dir privat erkenntlich zeigen. Das ist mir das Kraftwerk schon wert. Und normal wird sowas mit einer angemessenen Parteispende abgewickelt. Aber in unserem Fall ist ja das nicht gut möglich. Hab ich recht? Ja, ich weiß nicht recht, was du meinst. Und da haben wir gedacht, ein Geld hat kein Maschel, stinken tut's auch nicht und brauchen kann man's allerweil. Das Finanzamt weiß schließlich auch nichts davon.
Habe ich recht? Ja, ich weiß nicht, was du willst. Zum, ich will meine Lumpen lassen. Der Inhalt da ist für deine Bemühungen und für das, was ich dir angetan habe. Versteh mich richtig schon. Ah! Hey, Georg, was hast denn? Ah, nix, die verflixten Bandscheiben sind mir wieder eingeschossen. Ach so, ja, das kenne ich. Hab ich auch schon gehabt. Aber da gibt's ein gutes Heilbad dafür. Ist zwar nicht billig, spielt aber bei dem Brief halt da keine Rolle. Hab ich recht? Jetzt pass einmal auf, Kirchmeier. Ja. Da drüben sind wir beim Bauen die Ziegel ausgegangen. Okay. Und durch das Loch möchte ich die jetzt verschwinden sehen. Kennst du die aus? Ach so. Aber Georg, ich hab dich nicht kränken wollen. Ich meine, schließlich stehe ich in deiner Schuld. Aber ich möchte nicht in deinen Schmierbecher drinstehen. Und jetzt schaust du, dass du rauskommst. Ja, wenn du meinst, dann geh ich halt. Nichts für ungut, gell? Aber deine Meinung ändert nicht mehr wegen dem Kraftwerk. Nein, aber meine Meinung kostet nichts. Vierte, Georg. Ja, allerhand. Zuerst wird man verdächtigt, dann wird man beschossen und zum Schluss noch bestochen. Da soll noch einer sagen, dass die Politik nicht lebensgefährlich ist. Papa! Daumen, die nicht so schwungvoll. Mir tut das ganze Kreuz weh, Herrschaft. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Ja, freilich. Für was denn? Für die falschen Verdächte. Falsche Verdächte? Gleich Mehrzahl. Welche? Na ja, erstens deine vermeintlichen Ehewidrigkeiten. Verziehen? Woher weißt du das überhaupt? Von der Mama. Und glaubst du es uns? Ja, ich bin doch nicht die Oma. In Ordnung. Zweitens? Deinen opportunistischen Umschwung zum Umweltschutz. Ich hab doch nicht ahnen können, dass sich der Führerscheinverlust aufs Fahrrad gebracht hat. Ja, und wer hat's jetzt geahnt? Erfahren. Ich. Natürlich, der Herr Manfred Ziegler. Wer denn sonst? Man hat so seine polizeilichen Beziehungen. Ah, da schau her. Dann muss ich diesen Kameraden mal ein bisschen aufs Dach steigen, was? Die sind unschuldig. Ich hab nur im zuständigen Großrevier in der Kreisstadt ein bisschen spioniert. Mhm. Und das alles zusammen ergibt jetzt eine völlig neue Artikelreihe über das Leben des Zentenhausener Bürgerhauptes. Den Start sparen wir für die Wochenendausgabe auf. Ach was, du willst schon wieder eine Geschichte über meine Familie veröffentlichen. Ja, dazu zwingt mich mein Berufsethos. Darauf verzichten wäre so, wie wenn ein Jäger einen kapitalen Bock ausgemacht hat und verzichtet auf den Schuss, bloß weil er sein Gewehr schonen möchte. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Ziegler. Apropos Gewehr. So, Dalla. Und jetzt entscheiden Sie sich. Entweder Artikelserie oder... Aber Papa, du wirst ihn doch nicht erschießen. Nur symbolisch. Das brauchst nicht. Weil wenn dem Manfred über meine Familie nichts Netteres einfällt, als der Schmarrn bisher, dann kann er von mir aus gleich wieder auf Brautschau gehen. Bravo, meine Tochter ist halt doch eine echte Lechner. Oh Gott, es ist nicht leicht, als Journalist die Tochter eines Politikers zu lieben. Und es ist genauso saudumm, als Tochter eines Politikers und Journalisten zu mögen. Ja, Freile. Mandy, warte ein bisschen. Nein, die jungen Leute halt. So. Ja. Ja. Ja, Lechner hier. Ja, ja, der Bürgermeister. Wer ist da? Verkehrspolizei. Ja, bitte, um was handelt es sich, Herr Wachtmeister? Was um meinen Führerschein? Ja, Sie sind gut, den haben Sie vor 3 Tagen abgenommen. Was? Was hätte ich tun sollen? Bei Ihnen melden am nächsten Tag. Das haben Sie zu mir gesagt. Okay, weiter. Bitte, was denn? Die Promille waren hart an der Grenze. Anzeige ist nicht nötig. Ich krieg meinen Führerschein wieder. Kann abholen. Ja, ja, Herr Hauptwachtmeister, mein. Wie? Was sagen Sie? Was waren das? Unterbrechungsmaßnahmen nach der Polizeiaufgabenverordnung. Ach so, ja, aber. Ja, entschuldigen, was haben Sie denn da unterbrochen? Ha? Eine eventuell mögliche Trunkenheitsfahrt. Aha. Wie bitte? Mit meinem Einverständnis? Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ach so,
Ja, Herr Hauptwachtmeister, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Da kann ich nur noch sagen, die Polizei, dein Freund und Helfer. Jawohl. Was? Ja, freilich. Ja, selbstverständlich. In einer Stunde hole ich mir mit dem Radl meinen Führerschein ab. Habe die Ehre, Herr Kommissar. Dankeschön, Herr Kommissar. Jawohl. Herrschaftszeiten. Jetzt ist alles in Butter. Jetzt kann man niemand mehr was Schlechtes nachsagen. Freibierausschank voll im Gang. Das Freudenfest kann steigen. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Bilder. Die werden wir gleich haben. Ach, oh. Aube. Jetzt habe ich im Plafon ein Loch. Ja, hoffentlich ist die Oma nicht drum gestanden. Ha? Was? Na, da kommen sie! Schuss! Die wollen dich holen! Wer? Wer hat denn da geschossen? Ja, ich! Ja, aber warum denn? Das war ein Freudenschuss, weil ich meinen Führerschein wieder krieg. Na, so ein Glück! Was kriegst du wieder? Meinen Führerschein, Oma. Ja, hast du denn den verloren? Ja, und er ist gefunden worden und liegt abholbereit bei der Polizei. Darum bist du mit dem Radl gefahren? Nur der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe. Bitte nicht schießen. Er schreibt nichts drüber, er hat mir's versprochen. Jetzt kann er alles schreiben. So, was denn? Dass ich meinen Führerschein wieder hab und trotzdem mit dem Radl weiterfahre. Bravo! Grüß Gott, Benund. Oder Herr Geldbriefträger. Sag einmal, was willst denn du noch da erinnern, hä? Die alles erklären. Mich drückt's gewissen. Was? Georg, ich muss dir was sagen. Soll ich Ihnen dabei helfen? Sie? Ja, bitteschön. Die Abnahme Ihres Führerscheins haben Sie einem anonymen Anruf des Herrn Oppositionsführers zu verdanken. Hey, tja, so recherchiere ich. Ja, du Saukopf, du. Ich kämpf für dein Wasserkraftwerk und du fällst mir in den Rücken. Schäm dich, denunziant! Georg, ich hätt's nie getan. Was? Ja, aber der Hinterecker hat mich aufgehetzt. Wer? Der Hinterecker. Ja, wer ist denn der Hinterecker? Den gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Pseudonym. Sie sind der Hintermann. Also geben's die Büdeln her. Was für ein Büdel? Geh, tun's doch nicht so unschuldig. Her mit den unkaschen Büdeln, Sie Skorpion, und zahlt wird nichts. Oma, jetzt sei doch stark, bevor der Herr Ziegler eine neue Räubergeschichte über unsere Familie erfahrt. Nein, nein, jetzt hat er ja mich als glasklare Informationsquelle. Ja, was soll denn jetzt wieder verduscht werden und zu wessen Gunsten? Zu deinen. Und jetzt spitzt die Ohren, Oma. Es gibt keine Bilder. Es gibt keine Karte. Es gibt keinen Skorpion. Es gibt auch keine Hintermänner, die ihren Vater erpressen. Hm. Es gibt nur eine Oma, die ihre Ohrwaschel nicht an alle Schlüssellöcher hängen soll, wenn's schon schlecht hört. Und die eine abgrundtiefe, aberwitzige, kriminelle, krankhafte Fantasie hat und mir eine verwaiste italienische, rauschgiftsüchtige Adelige als Geliebte aufschwätzen möchte. Ja, Wahnsinn. Das bist schon. Meint ihr vielleicht, ich wüsste, von was ihr da redet? Na, das meinen wir nicht. Halt! Aber der Einbrecher, der war echt. Ja? Ich hab ihn selber gesehen und hab ihn getroffen. Mhm. Ja? Meinen Schorsch, deinen eigenen Schwiegersohn hast du in den Hintern geschossen. Du bist nicht kriminalistisch, du bist kriminell. Ich bring mich um. Da hat keiner was davon. Ja, deshalb bist du so schlecht gesessen. Da waren das gar nicht die Bandscheiben. Doch, das sind schon die Bandscheiben, Oma. Die paar Schrockhügel, die waren nicht so tragisch. Ich habe schließlich eine Lederhose angehabt, nicht? Ach, daher die runden Löcherl in deiner Bundhosen. Ich habe mich schon gewundert, wie ich dein Zimmer aufgeräumt habe. Ich hab geglaubt, das waren die Schaben. Schaben fressen kein Leder. Ach, wenn er nur die Kur für seine Bandscheiben endlich machen darf. Aber vor lauter Wahlkampf, da traut er sich nicht. Aber wir brauchen doch keinen Wahlkampf mehr. Wir haben uns da gerade geeinigt im Grünen Baum. Das wird einmalig in Bayern. Ein Kandidat für alle Listen, keinen Wahlkampf und einen Bürgermeister, der keinen Dienstwagen braucht, weil er mit dem Radl fährt. Wir sind die sparsamste Gemeinde in der ganzen Bundesrepublik. Mein Schorsch, jetzt ruf ich gleich einen Doktor an, dass er dich zur Kur anmeldet. Hermine, bleib da, dem Doktor seine Vorschläge, die gefallen mir nicht so recht. Und da, wo ich hin möchte, da zahlt's halt die Kasse nicht. Leider. Aber ich! Was? Schorsch, bitte nimm's an. Als meine Wiedergutmachung für ein paar kleine Dummheiten. Kleine ist gut. Tja. Soll ich's annehmen? Ja! Ich bringe auch ein tägliches Bulletin über die Kurfortschritte. Ja, was bringen Sie? Ein Bericht über seine Gesundheit. So, ja, warum sagst du das nicht gleich? Papa! Was? Kommen die Reste von der Sympathie-Demonstration. Ja, so weit sind unter dem Tischling. Ja.
Was bringen denn Sie da für ein modernes Gefährt? Ha? Ein Tandem. Mein Wahlgeschenk. Ja. Entschuldigen Sie, der Herr Oetz, der Herr da ist nicht mehr so fest auf die Füße. Ja, ja. Nicht. Aber Simons. Ja. Alter Herr. Wie bitte? Und neuer Herr Bürgermeister. Indem, dass Ihre Wahl jetzt schon außer Frage nicht wahr steht, erlaube ich mir, Ihnen Doppelbuch, meins hat's zu viel erwischt. Nein, was erdreisten Sie? Sie. Danke. Ja, bitte. Also, dieses Tandem schenke ich und der Parteivorstand der Marktgemeinde und Erna. Ja, im Dialekt redet's besser. Wesentlich, ja. Als Dienstfahrzeug für die nächste Legislatur. Aber über Legislaturperiode kommt's nicht drüber. Also für die nächsten Jahre, damit wir gemeinsam hinten und vorn. Ja, Alter. Also Sie hinten. Ja, oder ich vorn und Sie hinten, Frau Vogel, nicht. Ist auch wurscht. Ja. Jedenfalls gemeinsam unsere Dienstreisen machen. Bravo. Dankeschön, Frau Vogel. Also, hier ist mein das moderne kommunale Fahrzeug, etwa, dass wir aufsteigen können. Ah. Ja, geht schon. Passt auf, dass die Frau Vogel hinten nicht runterfällt. Ist der Sängerbund schon da? Ja. Meine Damen und Herren, dann bitte ich um die Zentenhausener Hymne für den Probestart zur ersten Wahlkampfrunterreise. Mal nicht einschlafen, Frau Kollegin. Freude, Heimat, lass die Krisen, Zentenhausen, Vater und rund um Wälder, rund um Wiesen, will ich dir nicht
Ich glaube in München. Mineral? Na, nur bis zum Bahnhof und dann fahrt er ja mit dem Zug. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt doch ins Bett. Ja, da hast recht. Ich bleib auch nicht mehr lang auf. Verdirbt er die Augen nicht? Und schlaf gut. Alles Ablenkungsmanöver, das merkt der Blinde. Verdirbt dir die Augen nicht und schlaf gut. Schlafen wäre ich in einer politisch so höchst brisanten Situation. Aufpassen wäre ich wie ein Haftelmacher. Jetzt mache ich einmal einen Hausrundgang und kontrolliere alle Türen und Schlösser. Vogelschrot. Also bei uns kennt wirklich jeder einbrechen. Sämtliche Türen sperrangelweit auf. Das wird sich ab morgen ändern. Aber jetzt ans Werk. Siefel aufsperren. Aha, sind jetzt die Papiere? Ah, da haben wir schon. So, und jetzt mach ich ein paar Kratzer am Siefel. Dann glaubt die Zentenhaus und der Polizei ganz bestimmt an einen Einbruch. Aber an einen misslungenen, Hände hoch oder ich schieße! Nein, nicht schießen! Hilfe! Au! Weg ist er. Oma, was machst denn du mit dem Gewehr? Hast du geschossen? Wer denn sonst? Ich hab einen Einbrecher verjagt, das klappt! Nein! Hab ich jetzt einen Schuss gehört oder eine Tasche mehr? Die Oma hat einen Einbrecher überrascht. Was? Ja, wenn sonst niemand aufpasst. Brigitte, ganz unschuldig. Ich bin dienstlich hier. Psst, der Papa. Mein Gott, ich kann am Tag einfach nicht schlafen, verstehst du? Ach, das schau her, ein Besuch. Schorsch, ich hab dem Herrn Ziegler schon gesagt, dass du für ihn heute nicht zu sprechen bist. Bitte schön, Papa, nicht ärgern. Ja, was habt's denn? Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn ich mich über einen kleinen Journalisten ärgern tät. Wie bitte? Dein Papa haben's gestern in Rosenheim austauscht. Herr Bürgermeister. Bitte, Herr Ziegler. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Da haben Sie vollkommen recht. Und warum fuchteln Sie mit dem weißen Blattl Papier immer vor meiner Nase herum? Bitte, lesen Sie den Schrieb. Es handelt sich um eine eidesstattliche Erklärung von Frau Vogel. Sie bestätigt hier ausdrücklich, dass Sie sich geweigert hätten, den Einspruch gegen das geplante Kraftwerk des Sägewerkbesitzers Kirchmeier zu unterschreiben. Ja, und dann haben Sie es rausgeschmissen. Na, was sagst du dazu? Alles in Ordnung. Das ist ja eine Sensation. So eine Sensation ist das für Sie, Herr Ziegler, wenn ich einmal was nicht unterschreibe. Ja, aber Schorsch, du warst doch zuerst gegen das Kraftwerk. Warum hast du jetzt den Einspruch nicht unterschrieben? Ja, das würde die Öffentlichkeit natürlich ganz besonders interessieren. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht und habe mir so etwas anderes überlegt, nicht? Möchten Sie uns Ihre Gründe nicht etwas näher erklären? Ja, gern. Schauen Sie, nach längerem Hin und Her ist in mir die Erkenntnis gereift, dass zuallererst die Umwelt sauber sein muss. Wir müssen die Natur am Leben erhalten, damit wir überhaupt was zum Schützen haben. Ist doch klar, nicht? Moment mal. Das ist ja fast wörtlich aus meinem vorgestrigen Leitartikel. Ja, das freut mich, dass Sie ihn wiedererkennen. Das spricht für Sie. Schauen Sie, ich habe sowieso den Verdacht, dass viele Journalisten überhaupt gar nicht mehr wissen, was gestern geschrieben haben. Nicht?
Und Sie bekennen sich auch in allen anderen Punkten zu unserer Umweltpolitik. Ja. Kampf dem sauren Regen, Verminderung der Abgase etc. pp. Etc. pp. Nur bleibt bei mir nicht bei schönen Worten, wie es in Ihrer Branche üblich ist, sondern ich gehe mit gutem Beispiel voran, krempel die Ärmel hoch und tu was für den Umweltschutz. Gell, Mama? Ja, Papa. Das beweist tatsächlich, dass Sie umgeschwenkt sind. Eigentlich beweist nur, dass er deine Artikel gelesen hat. Und dass er ein Politiker ist. So was ist haben Sie für Zielvorstellungen? Wie verläuft Ihre Planung? Kann man darüber schon eingehend berichten? Ja, jetzt lassen Sie Ihnen nur Zeit bis morgen, Herr Ziegler. Schauen Sie, bei der nächsten Gemeinderatssitzung, da gebe ich dann meinen Plan öffentlich bekannt. Aber so viel kann ich Ihnen heute schon sagen. Da haut sogar die Grünen um. Danke. Bitte? Das genügt. Sie entschuldigen meinen hastigen Aufbruch. Sehr gern. Aber ich muss schnell in die Redaktion. Mandy, warte ein bisschen. Also, Schorsch, mit dir kennt sich kein Mensch mehr aus. Was ist denn eigentlich in dich gefahren? Meine liebe Hermine, ein jeder Mensch kann sich ändern. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. Herr Lechner, ich werde den Vorfall mit der Protokollentwendung morgen dem Landratsamt melden. Das ist hervorragend, dann werde ich Sie morgen dem Arbeitsamt melden. Was? Wieso denn das? Weil Sie ab morgen arbeitslos sind und eine neue Stellung suchen. Da kann ich ja nur lachen. Nichts für ungut. Jetzt muss ich gehen. Das heißt fahren, weil ich das Fahrrad dabei hab. Da siehst du das wieder, gell, wie ich auf deiner Seite stehe. Ich bin direkt gerührt. Dankeschön für die Unterstützung, Ötzlinger. Da rinnt die Schwammerl. Jetzt deinen Besuch gut überstanden. Da kommt eine ganze Lawine auf mich zu. Stell dir vor, die wollen das Protokoll, das ich mit nach Hause genommen habe, die wollen unbedingt, dass ich das rausgebe. Aber Schnecken, das lasse ich jetzt verschwinden. Was soll jetzt das wieder heißen? Es ist ja nur schade, dass ich die Oma nicht in meine Pläne einweihen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, spielt man die schon mit. Bei uns wird es jetzt nämlich kriminalistisch. Heute Nacht erfolgt hier ein Einbruch. Und dabei verschwindet das bewusste Sitzungsprotokoll. Ja, aber Schorsch, woher willst du wissen, dass heute Nacht bei uns Einbrecher wird? Weil ich selber der Einbrecher bin. Ach, Schorsch, was treibst denn noch alles? Ha? Pass auf, Hermine, du kannst mir ein bisschen helfen. Du sagst jetzt der Oma, dass ich heute Nacht nicht da bin. Ja? Dann erfahrt sowieso in Kürze die ganze Familie und die halbe Nachbarschaft. Und dann sagst du noch, dass ich streng geheime kommunale Papiere bei mir im Safe eingesperrt hab. Ja, aber wozu denn? Ja, da passt doch die auf wie ein Haftelmacher. Die schnüffelt doch überall rum mit ihrer neugierigen Hundsnase. Und wenn ich heute Nacht den Einbruch fingiere, dann hab ich morgen eine Zeugin, die selber glaubt, was sagt. Mama, es wird langsam spät. Der Dieb von Zentenhausen geht. So einem Mann muss ich verheiratet sein. Nie wieder einen Politiker. Schorsch ist die ganze Nacht weg, sagt die Hermine. Und im Safe hat er geheime Dokumente. Das ist ein bodenloser Leichtsinn. Ja, mich, wenn die nicht hätten, da tät's böse ausschauen in der Familie. Wohin ist denn eigentlich dein Mann? Ich weiß nicht. Er hat nur gesagt, dass er erst morgen früh wiederkommt. Zu seinem Callgirl wird er sich nicht gleich wieder trauen. Da macht er auf dem Vorrat keinen guten Eindruck. Na, es ist schon beruflich. Ich glaube in München. Mineral? Na, nur bis zum Bahnhof und dann fahrt er ja mit dem Zug. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt doch ins Bett. Ja, da hast recht. Ich bleib auch nicht mehr lang auf. Verdirbt er die Augen nicht. Und schlaf gut. Alles Ablenkungsmanöver, das merkt der Blinder.
Verdirb dir die Augen nicht und schlaf gut. Schlafen wäre ich in einer politisch so höchst brisanten Situation. Aufpassen wäre ich wie ein Haftelmacher. Jetzt mache ich einmal einen Hausrundgang und kontrolliere alle Türen und Schlösser. Vogelschrot. Also bei uns kennt wirklich jeder einbrechen. Sämtliche Türen sperrangelweit offen. Das wird sich ab morgen ändern. Aber jetzt ans Werk. Siefel aufsperren. Aha, sind jetzt die Papiere? Ah, da haben wir schon. So, und jetzt mach ich ein paar Kratzer am Siefel. Dann glaubt die Zentenhaus und der Polizei ganz bestimmt an einen Einbruch. Aber an einen misslungenen Hände hoch oder ich schieße! Nein, nicht schießen! Hilfe! Au! Oder ist dieser Herr Manfred Ziegler vielleicht wieder mal persönlich geworden, hä? Du hast doch gerade gesagt, dass dich das Kasplattl nicht aus der Fassung bringt. Na, aber dieser Käsefabrikant, unsere Brigitte. Aber das treibe ihm nach, da pass auf. Schorsch, unsere Verfassung garantiert die Pressefreiheit. Das heißt noch lange nicht, dass er meine Tochter pressen darf. Ja, aber auch nicht. Aber auch nicht, dass du ihn erpressen darfst. Übrigens geht das gar nicht. Die Brigitte hat den gleichen Dickschädel wie du. Herrschaftszeiten, was ist denn heute wieder los? Ja, was gibt's denn? Ja, Lechner hier. Ja, der Bürgermeister, wer denn sonst? Ach so, ja, Moment. Du, Oma, möchtest mich bitte nicht ein bisschen allein lassen? Ach so, ja, ja. Versteh schon. Wieder einmal ein Amtsgeheimnis. Ja, ja, streng dienstlich, weißt. Ja, jetzt bin ich da. Ja, und was gibt's, Herr Anwalt? Wie schaut's aus? Was? Das können Sie noch nicht sagen. Ja, ja, Sie wissen ja, wie es passiert ist, nicht? Mein Unseiner ist auch nur ein Mensch. So was kann ja an jedem passieren, nicht? Bitte? Was sagen Sie da? Wenn die Sache vor dem Kadi kommt, kann das ein paar tausend Mark kosten. Ja, sauber, sag ich. Was meinen Sie? Fotos? Ja, ja, freilich. Fotos haben Sie auch gemacht. Leider. Wegen der Dullen, nicht? Ich meine, wegen der Delle, die was meine Frau vorige Woche reingefahren hat, nicht? Ja. Ja, ja, Fotos von mir und von meiner Schäßen. Die müssen beim Akt liegen, ja. Aktfotos? Ja, voll Teufel. Was sagen Sie? Nein, 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 niemals, niemals öffentlich vor dem Kadi. Nein, nein, das kann ich mir als Bürgermeister gar nicht leisten. Jetzt mitten im Wahlkampf, das gibt ja einen Skandal, nicht? Ja, ja, zahlen muss ich, das ist klar, nicht? Was? Oft mal schreiben können. Ja, freilich können Sie mal schreiben, warum nicht? Nein, nein, halt auf! Wann bitte dann nur Postlagen? Nur Postlagen. Der, Herr Doktor, machen wir gleich ein Kennwort aus, sagen wir, unter Skorpion. Hä? Na, das sind schöne Sachen. Ja. Kombiniere, ja, sie heißt Kathi und ist ein Skorpion. Ja. Ja, Herr Doktor, auf alle Fälle muss ich um äußerste Diskretion bitten, gell? Nichts an die Presse. Erpressung? Ja, natürlich mit den Aktfotos von ihm und seiner Schäßen. Skorpion Kater. Ja, freilich. Kriminalistischen Drahtverhau findet man sonst nur im Tatort. Ja, ja, freilich. Gut, ich hab Sie verstanden, Herr Doktor. Kein Wort über den Vorfall. Selbstverständlich, ja. Diese Kater muss vielleicht eine Flitsche sein. So eine der Bockert höchstens, der Schimanski. Ja.
Also gut, Herr Doktor. Ja. Ja. Selbstverständlich. Dankeschön, Herr Doktor. Und heute. Kann nicht machen. Ja, was ist? Geschieht jetzt das, was ich sage, oder nicht? Ja, ich geh schon. Fliegen kann ich nicht. Aber rausfliegen, da pass auf. Ja, gemeint, wir sind eine Spedition. Dabei wird bei uns selber vom Fliegen geredet. Bei der Nacht zu auffahren, am Tag die Familie schicken, das deswegen wir schon. Komm mal, lieber, der war schon. Nochmal gibt's da gar nichts. Also, ach, sowas. Jetzt sitzt du wieder her und lass den Burm in Ruhe. Ich mag einfach den Autostank ums Haus rum nicht, nicht? Ja, ich auch nicht. Du, ich war schon immer gegen die Luftverschmutzung durch die Abgase. Das hört man jetzt oft. Ja. Aber keiner tut was dagegen. Das wird in unserer Gemeinde jetzt anders werden. Dafür garantiere ich. Ah, da bist du, Schorsch. Magst du ein Ei? Nein. Sonst irgendwas? Ja, meine Ruhe. Du, deinen Zorn musst du nicht unbedingt an uns auslassen. Wenn da gestern bei der Sitzung was daneben gegangen ist. Was redst denn da für einen Schmarrn? Mir ist überhaupt nichts daneben gegangen. Nicht in der Sitzung und nicht danach, nicht? Danach? Ah, du meinst im Wirtshaus. Ha? Da war was, gell? Was war denn da? Nix. Dass dir was Dummes begegnet ist, das sagt mir meine kriminalistische Nasen. Wer so ein Gesicht macht wie du, der hat was auf dem Gewissen. Und wer so ausschaut wie du, der gehört in eine Fernsehkrimi-Reihe. Das würde ich auch sofort machen, das glaubst. Na, vielleicht haben sie was für dich. Du, ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass einer unserer beliebtesten Fernsehkommissare bald in Pension gehen möchte. Beim Titel braucht man da auch nicht viel hindern. So, wer war denn der? Die Alte. Jetzt hört's auf mit dem Thema. Du schaust, ich hab dann Kamillentee gemacht. Vielleicht stimmt dich der etwas milder. Hm? In so einem Fall habe ich deinem Vater immer einen Löffel voll rohes Sauerkraut eingeben. Das hat ihn seelisch und körperlich durchputzt. Ja, so hat er ausgeschaut. Kenn deine Hausmittel, Oma. Bitte verschon mich damit. Ja. Na, Hermine, geh du hin und sag, sagst, ich bin nicht da. Sagst, ich bin schon auf einer Bauverhandlung am Schwarzen Berg. Hermine Lechner hier? Wie bitte? Sie möchten meinen Mann sprechen. Ja, der ist leider nicht da. Der ist heute schon bei einer Bauverhandlung am Schwarzenberg. Ah ja, na, am Schwarzenberg. Ja, was sagen Sie? Die ist erst morgen. Du, der Sekretärin sagt, die ist erst morgen. Ja, ja, also, dann weiß ich aber jetzt auch nicht, was. Aber Simons! Ja. Alter Herr! Wie bitte? Und neuer Herr Bürgermeister. Indem, dass Ihre Wahl jetzt schon außer Frage nicht wahr steht, erlaube ich mir, Ihnen dieses Doppel... Doppelbuch, meins hat es viel erwischt. Nein, was erdreisten Sie? Sie. Danke. Ja, bitte. Also, dieses Tandem schenk ich und der Parteivorstand der Marktgemeinde und Erna. Ja, im Dialekt redet's besser. Wesentlich, ja. Als Dienstfahrzeug für die nächste Legislala. Aber über Legislaturperiode kommt's nicht drüber. Also für die nächsten Jahre, damit wir gemeinsam. hinten und vorn. Ja, also Sie hinten. Ja, oder ich vorn und Sie hinten, Frau Vogel. Nicht. Ist ja wurscht. Ja. Jedenfalls gemeinsam unsere Dienstreisen machen. Bravo. Dankeschön, Frau Vogel. Also, hier ist meine Erinnerung. Das ist einmal das moderne kommunale Fahrzeug, nicht wahr, dass wir auch sein können. Ah. Ja, geht schon, passt auf, dass die Frau Vogel hinten nicht runterfällt. Nicht? Ist der Sängerbund schon da? Ja, alle! Ja, einer mit? Ich darf vom Sängerbund eintreten. Meine Damen und Herren, dann bitte ich um die Zentenhausener Hymne für den Probestart zur ersten Wahlkampfrunterreise. Und nicht einschlafen, Frau Kollegin. Die Krisen sind zu Hause, Vater.
Wohnwagen. Ja, schau nicht so gestochen. Alle erfolgreichen amerikanischen Detektive haben einen Wohnwagen. Also weißt, Oma, mit dir kann man sich wirklich gut unterhalten. Du erklärst immer alles so klar und einfach. Ja. Das macht mein kriminell geschultes Gehirn. Aha, ein Fall für zwei. Was gibt's Neues in eurer Gerüchteküche? Die Oma will sich einen Wohnwagen kaufen. Ja. Aber ich muss noch was erledigen. Fertig. Fertig, Mädi. So, so einen Wohnwagen willst du kaufen? Ja, bräuchte ein neutrales Hauptquartier. Da wüsste ich einen wunderbaren Stammplatz dafür. So, wo denn? Lanzarote. Soll ich denn in Lanzarote? Du findest schon was. Mir wär's wichtiger, was du dann hier nicht mehr sollst. Andere schlafen und ich tu was. Ja. Ich habe heute schon dem Herrn Manfred Ziegler ein Interview gegeben über die Ereignisse der heutigen Nacht. Ja, das ist ja wunderbar, Oma. Das muss natürlich auch wieder in die Zeitung, ist ja ganz klar, nicht? Au! Du, so hat der Einbrecher auch geschrien heute noch. Ja, aber ich hab jetzt wegen meine Bandscheiben gejammert, nicht? Wir hatten dir aber angeschafft, dass du gleich schießen sollst. Hätte ihn kitzeln sollen, den Einbrecher. Wer sagt dir überhaupt, dass das ein Einbrecher war? Der heilige Nikolaus wird's nicht gewesen sein. Wo warst denn du heute Nacht? Ich? Ja, in München, warum? Der Manfred wird schon Licht in dieses Dunkel bringen. Von mir aus bringt er ein Bild von dir auf der Titelseite. Oma, das Flintenweib. Ja, wo sind denn jetzt schon wieder? Wann ist denn da zugesperrt? Du, da wird ab heute immer zugesperrt, Florian. Darin wimmelt's ja geradezu von Einbrechern. Da schaut's einmal her, was ich draußen im Vorgarten gefunden hab. Ein Montiereisen. Die Tatwaffe. Das Corpus Delictus. Na, das sagt noch gar nichts. Mit dem hätte er mich beinahe erschlagen. Leider nur beinahe. Ja, das Eisen ist aus unserer Werkzeugkiste. Ja, tatsächlich. Ja, was? Da hat sich der auskennt im Haus. Vielleicht versteckt er sich noch irgendwo. Ich beantrage sofort eine Hausdurchsuchung. Halt! Du beantragst in meinem Haus gar nichts mehr, verstehst? Sonst beantrage ich deine Exmission. Kannst von Glück sagen, dass ich das jetzt nicht verstanden habe. Nachdem sie nirgends Fingerabdrücke gefunden haben, werden da jetzt auch keine drauf sein. Doch, die unseren jetzt schon. Das ist auch wurscht, du hast wieder raus in die Werkstatt. So eine Sensation ist das für Sie, Herr Ziegler, wenn ich einmal was nicht unterschreibe. Ja, aber Schorsch, du warst doch zuerst gegen das Kraftwerk. Warum hast du jetzt den Einspruch nicht unterschrieben? Ja, das würde die Öffentlichkeit natürlich ganz besonders interessieren. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht und habe mir so etwas anderes überlegt, nicht? Möchten Sie uns Ihre Gründe nicht etwas näher erklären? Ja, gern. Schauen Sie, nach längerem Hin und Her ist in mir die Erkenntnis gereift, dass zuallererst die Umwelt sauber sein muss. Wir müssen die Natur am Leben erhalten, damit wir überhaupt was zum Schützen haben. Ist doch klar, nicht? Moment mal. Das ist ja fast wörtlich aus meinem vorgestrigen Leitartikel. Ja, das freut mich, dass Sie ihn wiedererkennen. Das spricht für Sie. Schauen Sie, ich habe sowieso den Verdacht, dass viele Journalisten überhaupt gar nicht mehr wissen, was gestern geschrieben haben. Nicht? Und Sie bekennen sich auch in allen anderen Punkten zu unserer Umweltpolitik. Ja. Kampf dem sauren Regen, Verminderung der Abgase etc. pp. Etc. pp. Nur bleibt bei mir nicht bei schönen Worten, wie es in Ihrer Branche üblich ist, sondern ich gehe mit gutem Beispiel voran, krempel die Ärmel hoch und tu was für den Umweltschutz. Gell, Mama? Ja, Papa. Das beweist tatsächlich, dass Sie umgeschwenkt sind. Eigentlich beweist nur, dass er deine Artikel gelesen hat. Und dass er ein Politiker ist. So was ist es. Haben Sie für Zielvorstellungen? Wie verläuft Ihre Planung? Kann man darüber schon eingehend berichten? Ja, jetzt lassen Sie Ihnen nur Zeit bis morgen, Herr Ziegler. Schauen Sie, bei der nächsten Gemeinderatssitzung, da gebe ich dann meinen Plan öffentlich bekannt. Aber so viel kann ich Ihnen heute schon sagen. Da haut sogar die Grünen um. Danke. Bitte? Das genügt. Sie entschuldigen meinen hastigen Aufbruch. Sehr gern. Aber ich muss schnell in die Redaktion. Mandy, warte ein bisschen. Also, Schorsch, mit dir kennt sich kein Mensch mehr aus. Was ist denn eigentlich in dich gefahren? Meine liebe Hermine, ein jeder Mensch kann sich ändern. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. Ja, und aus dir?
Ein Umweltfan. Wer es glaubt, wird selig. Herr Paulus Lechner. Sag mal, hast du Probleme auf der Gemeinde? Oh mei, wenn's nur das wär. Stimmt was im Betrieb nicht? Nein, nein, alles bestens. Hat's Finanzamt vielleicht eine Betriebsprüfung angekündigt? Du wirst lachen, Hermine, das tät mich auch nicht beißen. Schaust du was beim Doktor, hast gesagt? Hab ich das gesagt? Ja. Ja, dann wird's schon schlimmer. Du, jetzt druck nicht rum und sei ehrlich. Hat der Doktor gesagt, dass du irgendeine Krankheit hast? Ah, woher denn? Ärger. Ja, was gäb's denn noch Ärgers? Hast vielleicht unser ganzes Vermögen in der Spielbank verloren? Ha? Haus und Hof? Noch Ärger. Noch Ärger? Schaust du, dass sich in eine andere Frau verliebt? Ärger. Ärger. Und sie kriegt ein Kind. Noch viel Ärger. Zwilling. Psst, vor allem die Zeitung, der Papa kommt. Du, die bleibt da liegen. Der soll nur sehen, was über ihn geschrieben wird. Vielleicht kriegt er dann einen klaren Kopf. Warum? Hat er den nicht? Was fehlt ihm denn? Seine Spezialkrankheit. Die Hebamme ist jedenfalls nicht mehr dran schuld. Sag einmal, warum lasst ihr nicht mehr den Motor vom Lastwagen vorm Haus laufen? Ja, erstens läuft er nicht immer vor dem Haus und zweitens wird mir der Löbel die Einspritzpumpen kontrollieren. Unser Mechaniker, der ist weit und breit nicht zum Sehen. Bloß der Lastwagen rattert vor der Tür und stinkt. Na, vielleicht holt der Löbel gerade ein Werkzeug. Also sag einmal, warum stört das das auf einmal? Ja, weil unser ganzes Schlafzimmer nach Abgase duftet. Da riech einmal um. Das sind aber keine Abgase. Willst du mich umbringen? Nur nicht übertreiben. Ich schau dann gleich aus. Na, nicht gleich, sondern sofort. Kann den Krach von den Karren nicht mehr hören. So viel Krach wie du kann der Laster gar nicht machen. Ja, was ist geschieht jetzt das, was ich sag, oder nicht? Ja, ich geh schon. Fliegen kann ich nicht. Aber rausfliegen, da pass auf. Ja, gemeint, wir sind eine Spedition. Dabei wird bei uns selber vom Fliegen geredet. Bei der Nacht zu auffahren, am Tag die Familie schicken, das deswegen wir schon. Komm mal, lieber, der war gut. Nochmal gibt's doch gar nichts. Also, ach, sowas. Jetzt sitzt du wieder her und lass den Burm in Ruhe. Ich mag einfach den Autostank ums Haus rum nicht, nicht? Ja, ich auch nicht. Du, ich war schon immer gegen die Luftverschmutzung durch die Abgase. Das hört man jetzt oft. Ja. Aber keiner tut was dagegen. Das wird in unserer Gemeinde jetzt anders werden. Dafür garantiere ich. Ah, da bist du, Schorsch. Magst du ein Ei? Nein. Sonst irgendwas? Ja, meine Ruhe. Du, deinen Zorn musst du nicht unbedingt an uns auslassen. Wenn da gestern bei der Sitzung was daneben gegangen ist. Was redst du denn da für einen Schmarrn? Mir ist überhaupt nichts daneben gegangen. Nicht in der Sitzung und nicht danach, nicht? Danach? Ah, du meinst im Wirtshaus? Ha? Da war was, gell? Was war denn da? Nix. Dass dir was Dummes begegnet ist, das sagt mir meine kriminalistische Nase. Wer so ein Gesicht macht wie du, der hat was auf dem Gewissen. Und wer so ausschaut wie du, der gehört in eine Fernsehkrimi-Reihe. Das würde ich auch sofort machen, das glaubst. Na, vielleicht haben sie was für dich. Du, ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass einer unserer... Der Herr Manfred Ziegler, wer denn sonst? Man hat so seine polizeilichen Beziehungen. Ah, da schau her. Dann muss ich diesen Kameraden mal ein bisschen aufs Dach steigen, was? Die sind unschuldig. Ich hab nur im zuständigen Großrevier in der Kreisstadt ein bisschen spioniert. Mhm. Und das alles zusammen ergibt jetzt eine völlig neue Artikelreihe über das Leben des Zentenhausener Bürgerhauptes. Den Start sparen wir für die Wochenendausgabe auf. Ach was, du willst schon wieder eine Geschichte über meine Familie veröffentlichen. Ja, dazu zwingt mich mein Berufsethos. Darauf verzichten wäre so, wie wenn ein Jäger einen kapitalen Bock ausgemacht hat und verzichtet auf den Schuss, bloß weil er sein Gewehr schonen möchte. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Ziegler. Apropos Gewehr. So, Dala. Und jetzt entscheiden Sie sich. Entweder Artikelserie oder... Aber Papa, du wirst ihn doch nicht erschießen. Nur symbolisch. Das brauchst nicht. Weil wenn dem Manfred über meine Familie nichts Netteres einfällt,
als der Schmarrn bisher. Dann kann er von mir aus gleich wieder auf Brautschau gehen. Bravo, meine Tochter ist halt doch eine echte Lechner. Oh Gott, es ist nicht leicht, als Journalist die Tochter eines Politikers zu lieben. Und es ist genauso saudumm, als Tochter eines Politikers einen Journalisten zu mögen. Ja, freilich. Mandy, warte ein bisschen. Mei, die jungen Leute halt. Ja? Ja? Ja, Lechner hier. Ja, der Bürgermeister. Wer ist da? Verkehrspolizei. Ja, bitte, um was handelt es sich, Herr Wachtmeister? Was an meinem Führerschein? Ja, Sie sind gut, den haben Sie vor 3 Tagen abgenommen. Was? Was hätte ich tun sollen? Bei Ihnen melden am nächsten Tag. Das haben Sie zu mir gesagt. Okay, weiter. Bitte, was? Die Promille waren hart an der Grenze. Anzeige ist nicht nötig. Ich krieg meinen Führerschein wieder. Kann abholen. Ja, Herr Hauptwachtmeister, wie? Was sagen Sie? Was waren das? Unterbrechungsmaßnahmen nach der Polizeiaufgabenverordnung. Ach so, ja, aber. Ja, entschuldigen, was haben Sie denn da unterbrochen? Ha? Eine eventuell mögliche Trunkenheitsfahrt. Aha. Wie bitte? Mit meinem Einverständnis? Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ach so. Ja, Herr Hauptwachtmeister, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Da kann ich nur noch sagen, die Polizei, dein Freund und Helfer. Nein, eine Kur, aber du hörst ja nichts auf dem Ohr. Oh mein Gott, Kur, mitten im Wahlkampf, geht doch nicht. Herr Lechner, es ist schon wieder ein Demonstrationszug im Anmarsch. Ja, was, das scheint hier Gewohnheit zu werden in Zehntenhausen. Oh, der Öztlinger als Schutzengel auch wieder an ihrer Seite. Schusch, diesmal sind's nicht die Unsrigen, diesmal sind's die anderen. Die ganz anderen, gell? Alle ja. Von den anderen, die Anhänger von allen Oppositionsparteien sozusagen. Ah, drum sind Sie nicht dabei, Frau Vogel. Ich möchte aber gern, wenn's Ihnen recht ist, Herr Bürgermeister. Sie möchten? Ja. Ja, das sind ja ganz neue Töne. Wir sollten uns doch informieren, was da so vor sich geht, finden Sie nicht? Ja, das finde ich schon lang, Frau Vogel, aber Sie nicht. Schorsch, wir haben eine Parteiausschusssitzung gehabt. Was, ohne mich? Ja, die Frau Vogel hat schon angerufen, aber ich habe ja gesagt, du bist krank. Ach ja, das stimmt ja auch, selbstverständlich. Und die allgemeine Meinung ist, dass du dich in den letzten Tagen taktisch und wahlpolitisch ganz hervorragend aufgeführt hast. Ja, geradezu raffiniert. Ja. Der Ausschuss spricht Ihnen weiterhin das volle Vertrauen aus. Ja. Hermine, jetzt wieg mir mal. Wo? Wo du magst. Ah, ja, ich bin's noch. Und da meine ich halt, wir sollten uns jetzt zwecks Kontaktaufnahme einfach der Demonstration anschließen. Ach, woher denn? Bleiben wir doch gleich da. Ich öffne die Terrassentür und wir harren hier der Demonstranten. Gell? Ja, das drauf. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Also wahltaktisch ist das ganz hervorragend. Ja. Also, meine Meinung ja. War, dass die Demonstration Au. Für Sie ja doch wieder beim grünen Baum endet. Und deswegen gehen die jetzt alle gleich dahin. Sieht das wieder mal ein zünftiger Wahlkampf. Thomas Vogling, schließen wir uns an. Ja. Ich möchte dem Herrn Bürgermeister aber schnell noch sagen, was unser Ausschuss ausgerechnet hat. Ja. Wir glauben alle, dass Ihnen 70-80% persönliche Stimmen sicher okay. Sind. Ich werde verrückt. Na bitte nicht, Hermine, überlass das der Oma, gell? Was sagt ihr von der Oma? Wisst ihr das schon? Was denn, Florian? Ja, was die Oma macht? Nein. Ja, Zimmer putzen, hat's gesagt. Nein, die steht am Balkon drum, salutiert mit dem Besen wie ein General und nimmt die Demonstration ab. Und alle grüßen den Aufzieher. Ja, das ist ja hervorragend. Dann habe ich ja eine Vertreterin draußen. Ich sag's ja, heutzutage gehört eine weibliche Mitarbeiterin einfach zum Geschäft. Gell, Frau Vogel? Sie sagen es, Herr Bürgermeister. Ja. Laufen wir. Ja, Florian, du musst. 30 doch zum Preishaus ins Freibier stehen. Die haben für alle eine Brotzeit, gell? Ja, was? Schon wieder? Ja, freilich, diesmal kassiert's und finanziert's die Parteikasse für das. Aha, und der Sängerbund ist natürlich auch wieder dabei. Du, die sind parteifrei, die müssen noch alle Seiten singen. Ja, freilich. Und die muss jetzt nachschauen, was unsere Oma treibt. Ja, das machst du. Ja, ich komm gleich nach, gell? Jetzt noch voraus. Herrschaftszeiten. Ah, ja. So, Adela. Das hätten wir wieder geschafft.
tiefe, aberwitzige, kriminelle, krankhafte Fantasie hat und mir eine verwaiste italienische, rauschgiftsüchtige Adelige als Geliebte aufsetzen möchte. Ich wär Wahnsinn. Das bist schon. Meint ihr vielleicht, ich wüsst, von was ihr da redet? Na, das meinen wir nicht. Halt! Aber der Einbrecher, der war echt. Ja? Ich hab ihn selber gesehen und hab ihn getroffen. Mhm. Ja? Meinen Schorsch, deinen eigenen Schwiegersohn hast du in den Hintern geschossen. Du bist nicht kriminalistisch, du bist kriminell. Ich bring mich um. Da hat keiner was davon. Ja, deshalb bist du schon so schlecht gesessen. Da waren das gar nicht die Bandscheiben. Doch, doch, das sind schon die Bandscheiben, Oma. Die paar Schrockhügel, die waren nicht so tragisch. Ich habe schließlich eine Lederhosen angehabt, nicht? Ach, daher die runden Löcher in deiner Bundhosen. Ich habe mich schon gewundert, wie ich dein Zimmer aufgeräumt habe. Ich habe geglaubt, das waren die Schaben. Schaben fressen kein Leder. Ach, wenn er nur die Kur für seine Bandscheiben endlich machen darf. Aber vor lauter Wahlkampf, da traut er sich nicht. Aber wir brauchen doch keinen Wahlkampf mehr. Wir haben uns doch gerade geeinigt im Grünen Baum. Das wird einmalig in Bayern. Ein Kandidat für alle Listen, keinen Wahlkampf. Und einen Bürgermeister, der keinen Dienstwagen braucht, weil er mit dem Radl fährt. Wir sind die sparsamste Gemeinde in der ganzen Bundesrepublik. Mein Schorsch, jetzt ruf ich gleich einen Doktor an, dass er dich zur Kur anmeldet. Hermine, bleibt da, dem Doktor seine Vorschläge, die gefallen mir nicht so recht. Und da, wo ich hin möchte, da zahlt's halt die Kasse nicht. Leider. Aber ich! Was? Schorsch, bitte nimm's an. Als meine Wiedergutmachung für ein paar kleine Dummheiten. Kleine ist gut. Tja. Soll ich's annehmen? Ja! Die bringen auch ein tägliches Bulletin über die Kurfortschritte. Ja, was bringen Sie? Ein Bericht über seine Gesundheit. Ach so, ja, warum sagst du das nicht gleich? Papa! Was? Kommen die? Die Reste von der Sympathie-Demonstration. Ja, so weit sind unter dem Tischling. Ja. Was bringen denn Sie da für ein modernes Gefährt? Ha? Ein Tandem. Mein Wahlgeschenk. Ja. Entschuldigen Sie, ja. Der Herr Ötz, der Herr da ist nicht mehr so fest auf die Füße. Ja, ja. Ich nicht. Aber Simons. Ja. Alter Herr. Wie bitte? Und neuer Herr Bürgermeister. In dem, dass Ihre Wahl jetzt schon außer Frage nicht wahr steht. Hermine? Ja? Sag einmal, ist dir heute an deinem Mann nichts aufgefallen? Doch, einiges. Ja, was denn? Das weiß ich eben noch nicht so recht. Aber ich muss es nur noch kriminalistisch geheim halten. Die Beweiskette ist noch nicht abgeschlossen. Aube, hat dich die Agatha Christie wieder beim Wickel, Oma? Ha? Richtig. Die Miss Marple hatte da ihre Verdachtsmomente. Aber die hat in einem anderen Milieu gelebt. Wir brauchen da einen moderneren Kriminaler, verstehst du? Einen psychologischen, so einen wie den Columbo. Hab mir schon überlegt, einen alten, greislichen Trenchcoat hätte ich, und einen halben Stunden könnte ich auch auftreiben. Wir haben doch nicht Fasching. Na, das gewiss nicht. Sag mal, war dein Mann gestern nicht in Rosenheim? Ja, beim Seminar. Sagt er. Aber hat er einen Zeugen dafür? Keinen. Und den Männern darf man selten was glauben. Schon dein Vater. Hat's mit dir nicht leicht gehabt? Ja, ich weiß es, Oma. Und was hast du jetzt wieder gegen meinen Schorsch? Ja, wer weiß, was hinter diesem Seminar steckt? Ach, Hermine. Du tust mir wirklich leid. Das hast du nicht verdient. Herrschaftszeiten, Oma, was denn? Ich eröffne dir jetzt nur zwei Stichworte. Kathi und Skorpion. Kathi? Und Skorpion. Also jetzt spinnst. Nein. Ich weiß alles. Ja, das ist ja prima. Dann haben wir wenigstens einen allwissenden Menschen in der Familie.
Das arme Kind hat keine blasse Ahnung. Das ist das tragische Schicksal aller Ehefrauen. Du, Oma, weißt du, wo der Papa ist? Ja, ich glaube, er hat sie wieder hingelegt. Was willst du denn von ihm? Fragen, ob das stimmt, dass er die Frau Vogel aus dem Haus gejagt hat. Hat er das? Ja, das weiß ja nicht einmal ich. Die Leute sagen's. Und der Manfred macht sie auch schon drüber. Warum tut der Papa das? Vielleicht ist sie eine Tatzeugin. So eine Sekretärin weiß oft mehr wie die eigene Frau. Was? Vielleicht hat der Skorpion schon seinen Stich gemacht und kassiert. Oma, ist die nicht gut? Doch, sehr gut sogar. Ich habe eine heiße Spur. Aha, da hast du wieder die Kriminalitis. Morgen auf der Titelseite. Das willst du veröffentlichen? Versteht sich. Yes, ist der Herr Ziegler. Also Sie trauen sich was. Musst du deinen Manfred ausgerechnet heute mitbringen? Haben wir nicht genug Wirbel im Haus, Brigitte? An meinem unerwarteten Besuch ist die Brigitte ganz unschuldig. Ich bin dienstlich hier. Psst, der Papa. Mein Gott, mein Gott. Ich kann am Tag einfach nicht schlafen, verstehst du? Ach, das schau her. Ein Besuch. Schorsch, ich hab dem Herrn Ziegler schon gesagt, dass du für ihn heute nicht zu sprechen bist. Bitte schön, Papa. Nicht ärgern. Ja, was habt's denn? Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn ich mich über einen kleinen Journalisten ärgern tät. Wie bitte? Dein Papa haben's gestern in Rosenheim austauscht. Herr Bürgermeister. Bitte, Herr Ziegler. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Da haben Sie vollkommen recht. Und warum fuchteln Sie mit dem weißen Blattl Papier immer vor meiner Nase herum? Bitte, lesen Sie den Schrieb. Es handelt sich um eine eidesstattliche Erklärung von Frau Vogel. Sie bestätigt hier ausdrücklich, dass Sie sich geweigert hätten, den Einspruch gegen das geplante Kraftwerk des Sägewerkbesitzers Kirchmeier zu unterschreiben. Ja, und dann haben Sie es rausgeschmissen. Na, was sagst du dazu? Alles in Ordnung. Das ist ja eine Sensation. So eine Sensation ist das für Sie, Herr Ziegler, wenn ich einmal was nicht unterschreibe. Ja, aber Schorsch, du warst doch zuerst gegen das Kraftwerk. Warum hast du jetzt den Einspruch nicht unterschrieben? Ja, mein. Das würde die Öffentlichkeit natürlich ganz besonders interessieren. Jetzt passen Sie mal auf. Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht und habe mir so etwas anderes überlegt, nicht? Möchten Sie uns Ihre Gründe nicht etwas näher erklären? Ja, gern. Schauen Sie, nach längerem Hin und Her ist in mir die Erkenntnis gereift, dass zuallererst die Umwelt sauber sein muss. Wir müssen die Natur am Leben erhalten, damit wir überhaupt was zum Schützen haben. Ist doch klar, nicht? Moment mal. Das ist ja fast wörtlich aus meinem vorgestrigen Leitartikel. Ja, das freut mich, dass Sie ihn wiedererkennen. Das spricht für Sie. Schauen Sie, ich habe sowieso den Verdacht, dass viele Journalisten überhaupt gar nicht mehr wissen, was gestern geschrieben haben. Nicht? Und Sie bekennen sich auch in allen anderen Punkten zu unserer Umweltpolitik. Ja. Kampf dem sauren Regen, Verminderung der Abgase etc. pp. Etc. pp. Nur bleibt bei mir nicht bei schönen Worten, wie es in Ihrer Branche üblich ist, sondern ich gehe mit gutem Beispiel voran, krempel die Ärmel hoch und tu was für den Umweltschutz. Gell, Mama? Ja, Papa. Das beweist tatsächlich, dass Sie umgeschwenkt sind. Eigentlich beweist nur, dass er deine Artikel gelesen hat. Und dass er ein Politiker ist. So was ist haben Sie für Zielvorstellungen? Wie verläuft Ihre Planung? Kann man darüber schon eingehend berichten? Ja, jetzt lassen Sie Ihnen nur Zeit bis morgen, Herr Ziegler. Schauen Sie, bei der nächsten Gemeinderatssitzung, da gebe ich dann meinen Plan öffentlich bekannt. Aber so viel kann ich Ihnen heute schon sagen. Da haut sogar die Grünen um. Danke. Bitte? Das genügt. Sie entschuldigen meinen hastigen Aufbruch. Sehr gern. Aber ich muss schnell in. Also bei uns kennt wirklich jeder einbrechen. Sämtliche Türen sperrangelweit offen. Das wird sich ab morgen ändern. Aber jetzt ans Werk. Siefel aufsperren. Dann erst die Papiere. Ah, da haben wir schon. So, und jetzt mach ich ein paar Kratzer am See. Dann glaubt die Zentenhaus und der Polizei ganz bestimmt an einen Einbruch. Aber an einen misslungenen Hände hoch oder ich schieße! Nein, nicht schießen! Hilfe!
Gieser. Oma, was machst denn du mit dem Gewehr? Hast du geschossen? Wer denn sonst? Ich hab einen Einbrecher verjagt, das klappt. Nein! Hab ich jetzt einen Schuss gehabt oder eine Tasche mehr? Die Oma hat einen Einbrecher überrascht. Was? Ja, wenn sonst niemand aufpasst. Natürlich war er schon am See. Ist ja auch ein bodenloser Leichtsinn aber von euch. Oma, du kannst doch nicht einfach auf einen Menschen schießen. Auch nicht auf einen Einbrecher. Ja, ich hab doch nur einen Schreckschuss abgeben wollen. Ja, aber einer langt. Hab das Gewehr eh extra tief gehalten. Wie tief? Naja, so am Boden halt. Ja, da kannst du ihn auch nicht getroffen haben. Ja, aber er hat doch geschrien und ist jammernd davongerannt. Das ist ja entsetzlich. Der Schuss, der muss mir das Gewehr hochgerissen haben. Aber mit dem Vogelschrot ist es ja nicht lebensgefährlich. Oma, bedenk doch, wenn ein einziges Schrotkügel ins Auge geht. Da, wo ich getroffen hab, hat der Mensch kein Auge. Warst du das gewiss? Ja. Hat ja nur der Vorredner kennen. Bloß mit dem Sitzen, da wird er ein bisschen Schwierigkeiten haben. Jetzt mitten im Wahlkampf ist, das gibt ja einen Skandal, nicht? Ja, ja, zahlen muss ich, das ist klar. Was? Ob wir schreiben können? Ja, freilich können wir schreiben, warum nicht? Nein, nein, halt auf! Wann bitte dann nur Postlagen? Nur Postlagen. Herr Doktor, machen wir gleich ein Kennwort aus, sagen wir, unter Skorpion, hä? Das sind schöne Sachen. Ja. Kombiniere, ja, sie heißt Kathi und ist ein Skorpion. Ja. Ja, Herr Doktor, auf alle Fälle. Muss ich um äußerste Diskretion bitten, gell? Nichts an die Presse. Erpressung? Ja. Ja, natürlich mit den Aktfotos von ihm und seiner, ja, Schäßen. Ja. Skorpion Kater. Ja, ja, freilich. Kriminalistischen Drahtverhau findet man sonst nur im Tatort. Ja, ja, freilich. Gut, ich hab Sie verstanden, Herr Doktor. Kein Wort über den Vorfall. Selbstverständlich, ja. Diese Kater, ja, muss vielleicht eine Flitsche, mhm, sein. So eine der Bockertextens, der Schimanski. Ja. Also gut, Herr Doktor. Ja. Ja. Selbstverständlich. Dankeschön, Herr Doktor. Und halten Sie mir die Daumen, gell? Ich kann's brauchen. Danke. Wiederhören. Herrschaftszeiten. Was schreibt der in dem Artikel? Wenn ein kleiner. Mein Lieber. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. So, da. Denen werde ich's jetzt zeigen. Hermine! So, ja, was gibt's? Hermine, ich kann's mir nicht sagen, wo mein Fahrradl ist. Bei was? Wo mein Fahrradl ist, hab ich dich gefragt. Warum? Zu was brauchst du denn das? Ja, zum Fahren. Was glaubt ihr, wie zum Flohmarkt bringen, oder? Na, Herrschaftszeit, was war denn da wieder drin? Das war ein Kamillentee mit 3 aufgelöste Kopfwehtabletten. Sauber, sag ich. Eine Medikamentenvergiftung kannst du mir anhängen, aber wo mein Radl ist, kannst du mir nicht sagen, gell? Sag mal, Schorsch. Ja. Ist dir nicht gut? Ja, geh los, die Spassettel. Mir fehlt nichts im Kopf. Ich möchte einfach mit dem Radl ins Amt fahren. Hey, Schorsch, du bist doch noch nie mit dem Radl ins Amt gefahren. Wann ist dir denn das eingefallen? Heute Nacht. Heute Nacht? Ja, genau um 1.26 Uhr. Schorsch, warst du vielleicht beim Doktor? Geblödsinn. Ach so. Ja, ja, freilich war ich beim Doktor, nicht? Gestern erst, nicht? Ja. Ach so, und der hat ein bisschen Bewegung verordnet, hä? Was meinst du? Bewegung? Ja, Bewegung, Bewegung. Warum? Schorsch, bist du krank? Meine Hermine, frag nicht so viel. Schau, auch Ärzte können sich irren. Nicht? Ich möchte jetzt einfach wissen, wo mein Fahrradl ist. Ist das so absonderlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch die letzten 10 Jahre von einem Eck ins andere geschmissen worden. Hm. Aber vielleicht weiß der Flori. Na, ich glaube, der ist mit dem Lastwagen unterwegs. Ne? Na, das glaube ich nicht, weil ich habe ihm nämlich was anderes angeschafft. Die ganze Reibergeschichte. Sag mal, wo hast du denn die her?
Vielleicht auch von sogenannten Parteifreunden? Nein, alles selber mit angehört, wie er mit der Erpresser telefoniert hat. Sie heißt Kathi und ist ein Skorpion. Und auf dieses Kennwort muss er ein paar tausend Mark einzahlen, weil sonst zeigst die Bütteln von ihm überall herum. Und den Skandal kann er sich natürlich nicht leisten, jetzt vor der Bürgermeisterwahl. Das hat er selber gesagt. Hab doch Ohrwascheln. Ja, die hast du. Anscheinend im ganzen Haus versteckt. Ja, und? Was willst du noch gehört haben? Ja, lieber Zeuter, hat er gesagt, verkauft sein Auto und fährt mit dem Radl. Das ist sein ganzer Umweltschutz. Schon mehr der Umweltschmutz. So, Minel. Und jetzt weißt endlich alles. Na, sowas. Also nie hätte ich ihm so eine Falschheit zutraut. Mir ins Gesicht immer so schädeln und mich hinterrücks ausschmieren. Oma, ich sag dir was. Das Leugnen ist noch schlimmer wie ein Seitensprung. Ach, Minerl, so sind's doch alle. Nur wer arm ist, bleibt treu. Wenn's die Lebensleiter höher steigen, fangen's an mit dem Dolce Vita. Aber warum kommt denn alles auf einmal? Zuerst die Geschichte mit dem Auto und jetzt... Was weißt denn du vom Auto? Also, mit dem wird er natürlich hingefahren sein, so seinem Skorpionerl. Ah, und jetzt weiß ich auch, was der Manfred in der Zeitung meint mit den Hintermännern, die Erpresser. Du, wenn sich's da nicht sogar um eine Hinterfrau handelt. So, da war. Das hätten wir uns fürs Erste geschafft. Ja, was? Hast du schon so früh weg können? Ja, freilich. Schau, Oma, denen meisten ist ja sowieso die Brotzeit und das Bier lieber als für die Politik, besonders wenn's nicht kostet. Und außerdem vertritt mich unser Florian hervorragend. Ich werde mal ein zünftiger Politiker. Na, mir, meinen Sohn ziehst du nicht in deine Sümpfe. Ja, was regst du denn so auf, Hermine? Du, der Florian hat die Überzeugungskraft, die man als Politiker braucht, dass einem an jeden Schmarrn glaubt. Aber dir glaube ich überhaupt nichts mehr. Nie mehr, gar nichts, du! Was? Du! Ja, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Dass du mir Blumen per Luftpost schickst, ja? Du, sag einmal. Eigentlich langt's mir ja für heute. Nicht wahr, aber... Bitte, Familie, gib vor, was gibt's denn, Herr Minerl? Der Teufel ist der Herr Minerl. Und was ich will, das ist schon geschenkt, nämlich dich überführen. Ha? Und da steht unser Oma als Zeit. Direkt in seine Schützenscheiben. Naja, das ist, wo man sonst sitzt, wenn man nicht steht. Seien Sie froh, dass Sie nicht erschossen haben? Da würden Sie am Ende noch wegen Totschlag angezeigt. Ha, das war doch Notwehr. Wenn Sie ihm von hinten nachschießen, nie. Außerdem war das bloß Vogelschrot. In Papa seinem Jagdkalender habe ich gelesen, viel Schrot sind des Hasen tot. Für einen Hasen war er zu groß. 1,80 Meter, schätze ich. Und was fehlt jetzt aus dem Haus? Gemeindeprotokolle aus dem Safe. Dann kann der Einbruch nur politische Hintergründe haben. Ich muss schnell in die Redaktion. Empfehle mich. Servus, Brigitte. Ciao, Mandy. Aber der ist auch sehr inkonsequent. Zuerst schreibt er von den Hintermännern und dann vergisst er's wieder. Sehr kurzsichtig. Da schaust du klarer durch, gell? Na, natürlich. Ach, na, bloß in dem Haus kann man ja nicht kriminalistisch arbeiten. Erstens einmal die politische Atmosphäre und dann die, zweitens einmal die wurlerte Familie. Ach, ich bräuchte eine Kommandozentrale. Was? Wohnwagen. Ja, schau nicht so gestochen. Alle erfolgreichen amerikanischen Detektive haben einen Wohnwagen. Also weißt du, Oma, mit dir kann man sich wirklich gut unterhalten. Du erklärst immer alles so klar und einfach. Ja. Das macht mein kriminell geschultes Gehirn. Aha, ein Fall für zwei. Was gibt's Neues in eurer Gerüchteküche? Die Oma will sich einen Wohnwagen kaufen. Ja. Aber ich muss noch was erledigen. Fertig. Fertig, Mädi. So einen Wohnwagen willst du kaufen? Ja, bräuchte ein neutrales Hauptquartier. Da wüsste ich einen wunderbaren Stammplatz dafür.
So, wo denn? Lanzarote. Soll ich denn in Lanzarote? Du findest schon was. Mir wär's wichtiger, was du dann hier nicht mehr sollst. Andere schlafen und ich tu was. Ja. Ich habe heute schon dem Herrn Manfred Ziegler ein Interview gegeben über die Ereignisse der heutigen Nacht. Ja, das ist ja wunderbar, Oma. Das muss natürlich auch wieder in die Zeitung, ist ja ganz klar, nicht? Au! Du, so hat der Einbrecher auch geschrien heute noch. Ja, aber ich hab jetzt wegen meine Bandscheiben gejammert, nicht? Werden die aber angeschafft, dass du gleich schießen sollst? Hätte ihn kitzeln sollen, den Einbrecher. Wer sagt dir überhaupt, dass das ein Einbrecher war? Der heilige Nikolaus wird's nicht gewesen sein. Wo warst denn du heute Nacht? Ich? Ja, in München, warum? Der Manfred wird schon licht wissen. Woher denn? Bleiben wir doch gleich da. Ich öffne die Terrassentür und wir harren hier der Demonstranten. Gell? Ja, das drauf, ist vielleicht gar nicht schlecht. Also wahltaktisch ist das ganz hervorragend. Ja, ja. Die allgemeine Meinung war, dass die Demonstration für Sie ja doch wieder beim grünen Baum endet. Und deswegen gehen die jetzt alle gleich dahin. Sieht das wieder mal ein zünftiger Wahlkampf. Thomas Vogling, schließen wir uns an. Ja. Ja, ich möchte dem Herrn Bürgermeister aber schnell noch sagen, was unser Ausschuss ausgerechnet hat. Ja. Wir glauben alle, dass Ihnen 70-80% persönliche Stimmen sicher sind. Ich werde verrückt. Na, bitte nicht, Herr Mine, überlass das der Oma, gell? Was sagt ihr von der Oma? Wisst ihr das schon? Was denn, Florian? Ja, was die Oma macht? Nein. Ja, Zimmer putzen, hat's gesagt. Nein, die steht am Balkon rum, salutiert mit dem Besen wie ein General und nimmt die Demonstration ab und alle grüßen sich auf zu ihr. Ja, das ist ja hervorragend. Dann habe ich ja eine Vertreterin draußen. Ich sag's ja, heutzutage gehört eine weibliche Mitarbeiterin einfach zum Geschäft. Gell, Frau Vogel? Sie sagen es, Herr Bürgermeister. Ja. Laufen wir. Ja, Florian, du musst... 30 durch zum Preishaus und Freibier bestellen. Die haben für alle eine Brotzeit, gell? Was? Schon wieder? Ja, freilich, diesmal kassiert's und finanziert's die Parteikasse für das. Aha, und der Sängerbund ist natürlich auch wieder dabei. Du, die sind parteifrei, die müssen noch alle Seiten singen. Ja, freilich. Und ich muss jetzt nachschauen, was unsere Oma treibt. Ja, das machst du. Ja, ich komm gleich nach, gell? Jetzt da voraus. Herrschaftszeiten. So, Adela. Das hätten wir wieder geschafft. Geht schon besser. Ja, herein. Oh, der Herr Sägewerksbesitzer und Oppositionsführer persönlich. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du in der Nähe bist, Kirchmeier. Ist verlaubt? Ja, freilich, komm nur her. Sitz dich hin. Dankeschön. Im Sitzen redet sich's leichter, gell? Ja, freilich, magst du ein Bier? Nein, Georg, nein, ich muss ja da noch. Den grünen Baum lieber. Ja, ich auch, Kirchmeier, ich auch. Ich bin ja schließlich der Gastgeber. Du, ich hab das Gefühl, das wird heute eine politische Zentenhausener Generalversammlung. Machst nicht? Du bist ein Fuchs, Lechner. Ja, ja. Aber wir kennen dich schon brauchen. Du machst es uns schon recht. Besonders dir, Kirchmeier, und dein Wasserkraftwerk, gell? Ja. Mhm. Ja, und da hätte ich noch was ganz Persönliches dazu, bevor wir unter drei kommen. Ja, dann red halt. Es ist alles soweit. Bist leicht mit dem linken Fuß aufgestanden. Da ist ja wahr, auch wenn du dich schon in aller Früh ärgern musst. Über wen denn? Über meine Schwester. Ja, was hat sie denn getan? Na, du magst noch fragen. Jeden Tag in der Früh lasse ich sich von dem Zeitungsschmierer vor der Haustür abholen. Na ja, und? Das ist doch so der Brauch bei verliebten Leuten. Geh, Oma, du weißt genau, was sich der Vater darüber ärgert. Bei einem Gemeindeoberhaupt kommt es auf ein bisschen mehr oder weniger Ärger gar nicht drauf an. Das muss er schon verkraften, dein Papa, sonst ist er kein Mannsbild. Aha. Hast du den heutigen Zeitungsartikel gelesen? Freilich. Und der gefällt mir sehr gut. Ja, was? Unsere Oma schillert auch schon grün. Ich stehe im Herbst des Lebens, da spielt man alle Farben. Ja, Oma, mach doch keinen Krampf.
Das musst du doch zugeben, dass der Hans Dampf kein Mann für meine Schwester ist. Der heißt nicht Hans Dampf, sondern Manfred Ziegler. Unserem Vater gefällt der Papier in den Lupe auch nicht. Den braucht er ja auch gar nicht gefallen. Hauptsache, er gefällt der Brigitte. Psst, vor allem die Zeitung, der Papa kommt. Du, die bleibt da liegen. Der soll nur sehen, was über ihn geschrieben wird. Vielleicht kriegt er dann einen klaren Kopf. Warum? Hat er den nicht? Was fehlt ihm denn? Seine Spezialkrankheit. Hebam ist jedenfalls nicht mehr dran schuld. Sag einmal, warum lasst ihr nicht mehr den Motor vom Lastwagen vor dem Haus laufen? Ja, erstens läuft er nicht immer vor dem Haus und zweitens wollte mir der Löbel die Einspritzpumpen kontrollieren. Unser Mechaniker, der ist weit und breit nicht zum Sehen. Bloß der Lastwagen rattert vor der Tür und stinkt. Na, vielleicht holt der Löbel gerade ein Werkzeug. Also sag einmal, warum stört das das auf einmal? Ja, weil unser ganzes Schlafzimmer nach Abgase duftet. Da riech einmal um. Das sind aber keine Abgase. Willst du mich umbringen? Nur nicht übertreiben. Ich schau dann gleich aus. Na, nicht gleich, sondern sofort. Ich kann den Krach von den Karren nicht mehr hören. So viel Krach wie du kann der Laster gar nicht machen. Ja, was ist geschieht jetzt das, was ich sage, oder nicht? Ja, ich geh schon. Fliegen kann ich nicht. Aber rausfliegen, da pass auf. Ich hab gemeint, wir sind eine Spedition. Dabei wird bei uns selber vom Fliegen geredet. Bei der Nacht zu auffahren, am Tag die Familie schicken, das deswegen wir schon. Komm mal, lieber, der war schon. In der gestrigen Ausgabe. Aber heute schreibt der Kasperl, wer sind die Hintermänner? Was bezwecken sie? Kein Wort habe ich was über Hintermänner gesagt. Na ja, Zeitungen schreiben immer am liebsten über das, was nicht gesagt worden ist. Das ist die journalistische Freiheit. Ja, und wegen der auf einer Lüge wird drückt, so einen Beruf möchte ich auch einmal haben. So einen Beruf hast du, Schorsch. Politiker. Ja. Und jetzt reg dich wieder ab und is was. Ach, glaubst du, ich bring keinen Bissen hinunter. Essen und Trinken halt Leib und Seitsam. Ja. Das ist ein Spruch von der Oma. Den hat's aber nicht von der Miss Marple. Die Engländer trinken ja bekanntlich nur Tee. Tee! Ja, und jetzt? Was tust du jetzt da? Den kaufe ich mir, das kann ich dir sagen, mein Lieber. Aber Moment einmal. Der bringt mich mit seinen Hintermännern auf eine Idee. Warum hat denn die Funkstreife gestern ausgerechnet mich gestoppt? Dich allein? Ja, war das nicht eine allgemeine Verkehrskontrolle? Ach, woher denn? Bei so einer wäre ich doch nie aufgefallen. Die Polizisten kennen doch schließlich meine Autonummer. Und ein Bürgermeister von Zentenhausen, den kontrolliert man nicht so schnell. Und Schlangenlinien wäre schließlich nicht gefahren, oder? Du, das weißt vielleicht nicht mehr. Ach, da schau her. Du denkst genauso schlecht über mich wie dieser Manfred Ziegler. Vielleicht sind wir beide der Wahrheit nah. Du und er bist ein Liebesherzl, das muss ich dir schon sagen. Aber lass mir das. Aber wenn ich mir das so genau überlege, na ja, dann schaust du gerade so aus, als hätte die Streife nur auf mich gewartet. Du meinst also eine Falle? Ja. Ja, für mich haben die einen vertraulichen Hinweis gekriegt, dass ich mit mehr als 0,8 Promille hinterm Steuer sitze. Ja, ja, na, gibt's aber vielleicht doch irgendwelche Hintermänner. Hä? Hast du einen Verdacht? Noch nicht. Aber die kriege ich raus. Und dann frisst es beim Wahlkampf auf dem Kraut. Beißt er nur die Zähne nicht aus? Na, schon her, in deiner Wurst, sag mal, hast du beim Rosmetzger gekauft? Oder? Nein, gibt es keinen mehr in Zentenhausen. Du hast jetzt die Bescherung. Wir werden zum Gespült von der ganzen Gemeinde. Was heißt denn da gespült, Florian? Das ist doch in der Politik nichts Neues, dass einer seine Meinung ändert, oder? Na, da schau mal her, was da steht. Was sind die für Zeitung? Extra-Ausgabe. Der Herr Bürgermeister auf dem Fahrrad, ganz fett drückt. Sag einmal, eigentlich ein nettes Beutel, hä? Ja, ich weiß nicht. Jojo, du, da lass ich mal vom Ziegler einen Abzug machen. Untersteh dich. Text. Sieht so der Start in den nächsten Wahlkampf aus? Mhm. Was bezweckt Lechner damit? Geht es ihm um die Stimmen der Radfahrer oder wird Herr Kommunale Sparsamkeit demonstriert? Wie reagiert die Opposition? Fährt die eigene Partei mit dem Fahrrad hinterdrein oder zieht es der konservative Wähler vor, doch mit der Pension?
Als ob nicht jeder vom Fernseher wüsste, dass man Fingerabdrücke vermeiden muss. Jedes Kind weiß das. Wieso war denn die Kripo so schnell da? Der Florian hat's benachrichtigt. Ja, schließlich ist einbrochen worden und geschossen. Ja, von mir. Wo ich wohne, da bricht man nicht ungestraft ein. Und Sie haben ihn getroffen? Direkt in seine Schützenscheiben. Naja, das ist, wo man sonst sitzt, wenn man nicht steht. Sind Sie froh, dass Sie nicht erschossen haben? Da würden Sie am Ende noch wegen Totschlag angezeigt. Ha, das war doch Notwehr. Wenn Sie ihm von hinten nachschießen? Nie. Außerdem war das bloß Vogelschrot. In Papa seinem Jagdkalender habe ich gelesen, viel Schrot sind des Hasen tot. Für einen Hasen war er zu groß. 1,80 Meter, schätze ich. Und was fehlt jetzt aus dem Haus? Gemeindeprotokolle aus dem Safe. Dann kann der Einbruch nur politische Hintergründe haben. Ich muss schnell in die Redaktion. Empfehle mich. Servus, Brigitte. Ciao, Mandy. Aber der ist auch sehr inkonsequent. Zuerst schreibt er von den Hintermännern und dann vergisst er es wieder. Sehr kurzsichtig. Da schaust du klarer durch, gell? Na, natürlich. Ach, na, bloß in dem Haus kann man ja nicht kriminalistisch arbeiten. Erstens einmal die politische Atmosphäre und dann zweitens einmal die wurlerte Familie. Ach, ich bräuchte eine Kommandozentrale. Was? Am besten wäre der Wohnwagen. Schau nicht so gestochen. Alle erfolgreichen amerikanischen Detektive haben einen Wohnwagen. Also weißt, Oma, mit dir kann man sich wirklich gut unterhalten. Du erklärst immer alles so klar und einfach. Ja. Das macht mein kriminell geschultes Gehirn. Aha, ein Fall für zwei. Was gibt's Neues in eurer Gerüchteküche? Die Oma will sich einen Wohnwagen kaufen. Ja. Aber ich muss noch was erledigen. Fertig. Fertig, Mädi. So einen Wohnwagen willst du kaufen? Ja. Bräuchte ein neutrales Hauptquartier. Da wüsste ich einen wunderbaren Stammplatz dafür. So, wo denn? Lanzarote. Soll ich denn in Lanzarote? Du findest schon was. Mir wär's wichtiger, was du dann hier nicht mehr sollst. Andere schlafen und ich tu was. Ja. Ich habe heute schon dem Herrn Manfred Ziegler ein Interview gegeben über die Ereignisse der heutigen Nacht. Ja, das ist ja wunderbar, Oma. Das muss natürlich auch wieder in die Zeitung, ist ja ganz klar, nicht? Au! Du, so hat der Einbrecher auch geschrien heute noch. Ja, aber ich habe jetzt wegen meine Bandscheiben gejammert, nicht?